Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen zum 179. Mal Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt heute eine Folge machen soll oder einfach nochmal die Folge von Februar 2021 einspielen soll, wo wir auch schon mal im Pokal im Elfmeterschießen nach Egalisierung eines 2-0-Rückstandes ausgeschieden sind. Ich vermute, es werden ganz genau die gleichen Talking Points sein damals wie heute, auch da, wenn wir wieder über die Elfmeterschützen reden müssen. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, es ist ja manchmal auch ein bisschen therapeutisch, sich den Frust von der Seele zu reden. Insofern machen wir doch mal eine Live-Folge und keine aus der Retorte. Ja, und natürlich habe ich mir wieder Therapiegruppenteilnehmer, Mitleidende eingeladen, die mit mir hier heute diese Therapiestunde begehen werden. Da ist zum ersten, wie immer und wie in 120 von 179 Folgen oder so, der Elfmetertöter aus Hattingen, der Marco. Hi, ja. Therapiegruppe ist erfolgreich zusammengetroffen. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir beiden heute wären, wenn wir nicht vor ein paar Jahren angefangen hätten zu podcasten. Ja, würde ich jetzt unter irgendeiner Brücke liegen und wahrscheinlich, oder weinen. Okay. Oder wegen irgendwelcher Gewaltverbrechen schon längst im Gefängnis sitzen, weil man die Aggressionen nicht rauslässt anders. Das kann auch sein, ja. Naja, mal gucken, welchen Therapiebedarf unser heutiger Gast aufweist. Und zwar ist der Moritz da, den ihr auf Twitter als @Moritz van Keulen kennt. Hallo Moritz, grüß dich. Hallo zusammen, freue mich, heute Teil dieser Therapiegruppe zu sein. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Du bist ja auch so ein bisschen, vielleicht neben Khaled Nahar, derjenige, der am meisten Peil hat von dieser Conference League Auslosungskiste. Und dann hört ihr schon, dass auch das einen kleinen Teil der heutigen Folge einnehmen wird. Aber für euch wird das wahrscheinlich schon in der Vergangenheit sein, diese Auslosung. Also ihr wisst schon, wer unser Gegner oder zumindest 50% Wahrscheinlichkeit unser Gegner sein wird. Wir wissen das noch nicht, wir nehmen Montagabend auf. Das heißt, wir können hier nur Wünsche und Spekulationen äußern. Aber die gute Nachricht ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen morgen am Dienstag, den 2. August um 14 Uhr ein Livestream zur Auslosung der Conference League auf Twitch. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dass wir mit euch zusammen direkt über die Auslosung reden können, dann müsst ihr uns einmal auf Twitch folgen. Am besten da auch abonnieren und diese Glocke da anklicken, damit ihr mitbekommt, wenn wir live gehen. Und dann reden wir miteinander über die Auslosung und ihr könnt euch dann per Chat direkt live in die Sendung, also in diesen Livestream sozusagen einschalten. Und ja, dann reden wir darüber. Ist ein Techniktest, also ich kann nicht versprechen, dass das zu 100% direkt funktionieren wird. Ist unser erstes Mal. Aber trotzdem freuen wir uns, wenn möglichst viele Leute zahlreich dabei sein werden. So, genug der Vorrede. Würde ich sagen, dann fangen wir mal an mit der Therapiestunde. War ja leider auch an diesem Wochenende nicht das Einzige, was therapiert werden musste. Gab ja noch ein verlorenes Finale der Frauen. Habt ihr das gesehen, by the way? Nein. So nebenbei, in Ausschnitten. Ja, ich habe es gesehen, ich habe es geguckt, war ja ein tolles Turnier trotz allem von den DFB-Damen. Ich finde es so ein bisschen schade, jetzt nicht bezogen auf den DFB, sondern auf die Vereinsfußballvereine, dass man das nicht nutzt, um mal so ein bisschen die eigene Frauenabteilung prominenter zu platzieren. Also habe ich auch beim FC gedacht, ne, ich wollte mich jetzt informieren, wann geht die Saison der Frauen los? Wo kann ich das gucken? Auf welchem Sender? Ich glaube, es ist Magenta, ne? Aber ich wusste es nicht mehr genau. Und da findet man einfach nichts. Also gibt dann so einen Tweet vom FC, wo sie sagen, hier Kopf hoch, DFB-Frauen und so. Aber halt über die eigene
Frauenabteilung. Hat man so in dieser ganzen Europameisterschaft sehr wenig gehört. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Also wäre da eine gute Gelegenheit gewesen, da mal ein bisschen Spotlight drauf zu drehen. Stattdessen gibt es halt irgendwelche Tweets, wie Steffen Baumgart, Steffen Tigges eine Torte überreicht. Aber ja, weiß ich nicht. Wäre jetzt nicht meine Priorität, das so zu platzieren und nicht andersrum. Na gut. Das wollte ich nur mal loswerden als kleines Wort in eigener Sache. Ansonsten war ein tolles Turnier von der DFB-Elf. Sind ja super junge Spielerinnen dabei, super viele unter 23. Und wir wissen ja alle, dass große Mannschaften aus ärgerlichen Niederlagen geboren werden. Ich glaube, dass die in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle im Weltfußball spielen werden. So, jetzt aber zu einem Verein, der wahrscheinlich keine große Rolle im Weltfußball mehr spielt. Der 1. FC Köln hat in Regensburg spielen müssen und hat sich da immerhin nach einem 2-0 nochmal zurückgekämpft auf einen 2-2, hat es aber nicht geschafft, irgendwie mal in Führung zu gehen. Auch nicht im Elfmeterschießen, eine einzige Führung. Und ja, wenn du nicht führst in 120 Minuten plus X, dann wird es schwer zu gewinnen, sag ich mal so. Aber ja, wir sind ausgeschieden. Und was sagt ihr denn? Vielleicht der Moritz kann, glaube ich, als Gast hier das erste Wort haben. War das Ausscheiden denn verdient? Oh, verdient ist schwierig, ne? Wenn man die erste halbe Stunde so spielt, wie sie offensichtlich gespielt haben. Ich hatte so ein bisschen den Vorteil, dass ich die erste halbe Stunde nicht gesehen habe, weil ein Familienausflug etwas ausgeufert ist. Tatsächlich dann erst ab der 30. Minute gucken konnte. Aber wenn man dann schon 2-0 zurückliegt, dann kann man sich sicherlich nicht beschweren. Auf der anderen Seite bin ich jetzt keiner, der aus dem Spiel jetzt eine große Schwarzmalerei machen würde, weil sie aus meiner Sicht dann doch die richtigen Erkenntnisse relativ schnell gezogen haben und ja, den Gegner doch dominiert haben und eigentlich hätten gewinnen müssen, auch in der regulären Spielzeit schon. Aber es ist am Ende des Tages, ist es dann sicherlich auch irgendwie nicht unverdient, auch so, wie es dann ganz am Ende natürlich dann gelaufen ist. Marco, gehst du mit oder möchtest du Schwärzer malen? Nein, eigentlich nicht. Also natürlich ärgert das schon, dass du so ausscheidest. Und es ist halt auch komplett unnötig und ärgerlich, aber auch letztes Jahr muss man auch tatsächlich sehen, sind wir gegen Jena auch erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Und der Pokal ist halt einfach manchmal ein Arschloch. Und ich finde auch, dass wir ab der, ich sag jetzt mal, 32. oder 30. Minute tatsächlich die klar bessere Mannschaft waren und auch in der zweiten Halbzeit, also tatsächlich in der zweiten Halbzeit, zum Ende der zweiten Halbzeit hatte Regensburg nach 90 Minuten den letzten Schuss aufs Tor in der 68. Minute und der war noch nicht mal gefährlich. Also wir waren in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, verpassen es dann aber tatsächlich hinten, vorne das Tor zu machen. In der Verlängerung hatten wir auch noch die eine oder andere Chance und ja, wenn du es dann nicht machst, wenn du dann nicht das 3-2 machst und dann geht's halt ins Elfmeterschießen und da kann man halt ausscheiden. Also das ist, wenn wir nachher auch drauf auf die verschossenen Elfmeter beim FC kommen, da waren halt wenig richtig gut geschossen. Also von den 5, nehme ich es mal vorweg, waren 2 gut geschossen. Das ist zu wenig. Von 5, 2 Elfmeter gut geschossen. Das ist in Summe dann einfach zu schlecht. Also ich meine, der von Thielmann war drin, aber der war nicht gut geschossen. Aber das ist halt eine Quote, die reicht halt in der Regel dann vielleicht nicht aus, um weiterzukommen. Und wir sind ausgeschieden. Das ist, glaube ich, für den Verein ärgerlich, weil es richtig Kohleverlust bedeutet. Aber wenn wir aber nachher in der Liga bleiben und eine gute bis sehr gute Europa League spielen, tja, dann würde ich wahrscheinlich im Nachgang auch sagen, komm, dann lass uns aus dem DFB-Pokal in der ersten Runde ausscheiden. Aber heute ist tatsächlich, meine Laune war heute tatsächlich schwer zu ertragen. Ich habe heute erstmal auf der Arbeit zwei Kollegen etwas barscher angesprochen, so wie ich es eigentlich nicht machen würde. Ich habe schon gemerkt, dass meine Laune nicht gerade am Idealpunkt ist. Und
es ist halt einfach ärgerlich, weil unnötig und vermeidbar ist. Und du darfst eigentlich auch erst gar nicht 2-0 so zurückliegen. Das darf dir in dem Fall nicht passieren. Regensburg hat das in der ersten halben Stunde gut gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow, die haben uns überrannt. Ja, ich finde, zur ganzen Wahrheit gehört auch dazu, dass die eigentlich 3-0 führen müssten. Da war ja diese eine Mega-Chance, wo der Regensburger das links am Tor, links am Tor vorbeigesetzt hat, den, also eigentlich ein leeren Tor an diesem. Hat der Timo rausgeguckt. Genau. Ihm zeige ich jetzt nichts zu. Doch, hat er telemarktmäßig rausgeguckt. Ja, weil sie auch anders machen, ne? Also. Nein, da kann er nichts machen. Nein. Das war halt, wenn da ein Tor, wenn der reingemummelt gewesen wäre, ne? Ja, aber du hast recht, rein theoretisch können die da 3-0 führen. Aber wenn es danach geht, dann du musst dir auch das zweite und also das erste und das zweite Gegentor musst du dir so nicht fangen. Musst du nicht. Nee, natürlich nicht. Ich finde, man hat gesehen, wir hatten wirklich große Probleme mit Opusu, dem großen, kräftigen Stürmer von Regensburg. Und das finde ich insofern bedenklich, als dass das halt ein Zweitligastürmer ist. Der kam aus Aue, glaube ich, kann das sein? Ja, aus Aue. Okay. Also gefühlt sogar eher Drittligastürmer von seiner Vita her. Und wenn du an dem schon dich da abarbeitest, ja, was ist dann, wenn da irgendwie Sadio Mané und Co. kommen? Ja. Oder lass es Lucas Alario sein, muss jetzt nicht mal das höchste Regal sein. Ja, also ich war teilweise entsetzt, wie entblößt unsere ganze Viererkette da hinten war. Also tatsächlich muss ich sagen, dass Pedersen dann noch mit Abstand der stärkste von allen Vieren war. Benno Schmitz, ich weiß nicht, der wurde ja 5, 6, 7 Mal überspielt. Mit den einfachsten Dingen. Und das sind eigentlich Dinge, die haben wir in der letzten Saison so bei Benno Schmitz nicht gesehen. Ja, ich finde ein bisschen schade. Also Chabot hat sich ja diesen Platz gegen Luca Kilian erobert. Und ich denke, von den Eindrücken der Vorbereitung her auch verdient. Gerade weil Kilian ja nicht komplett fit war. So, jetzt hat er aber leider gegen Mailand 2-mal einen Fehler gemacht, sich rausziehen zu lassen. Und jetzt gegen Regensburg hat genau den gleichen Fehler wieder. Und da fehlt mir die Lernkurve bei sowas. Ich war jetzt zufälligerweise bei beiden Spielen, also bei Mailand und bei Regensburg im Stadion und saß immer so zufällig auf Höhe von da, wo die Viererkette quasi steht. Also quasi parallel zur Viererkette. Und konnte deswegen ganz gut sehen, so dass der halt immer den Weg mit einem Stürmer mitmacht, den er auch übergeben könnte und dadurch halt immer seinen linken Halbraum da preisgibt. Und so ist ja zum Beispiel genau dieses zweite Tor gefallen von dem Owusu, weil er halt eben freie Bahn hatte. Und da fehlt die Lernkurve. Das ist halt das, wo man sagen muss, dafür machst du Testspiele gegen so Vereine wie Mailand, wo du ja richtig gute Stürmer kriegst mit Olivier Giroud und Ante Rebic, um da Erkenntnisse draus zu ziehen und dann in der Videobesprechung hinterher diese Dinger da anzusprechen, was ja zu 100% passiert sein wird. Aber dann müssen halt im Spiel auch mal muss da passieren, dass das eben, dass du da Mittel und Weg findest, dass jetzt nicht wieder passiert. Und das fehlt mir. Diese Lernkurve fehlt mir bei, gerade bei Chabot. Gehe ich total mit. Würde aber noch ergänzen, im Endeffekt ist die Viererkette, ja, kann man kritisieren, auf jeden Fall, sollte man auch. Aber der Druck, der in der ersten halben Stunde auf der Viererkette war, war auch enorm. Einfach vor allem dadurch aus meiner Sicht, dass der mutmaßliche Heilsbringer dieser Mannschaft, Skiri, als alleinige Sechs nicht zum ersten Mal sehr, sehr überfordert schien. Und das Ganze erst besser wurde, als dann Ljubicic neben ihm gestellt wurde. Und das finde ich auch bedenklich, auch hinsichtlich dessen, dass man natürlich auch überlegt hatte, vielleicht ist es auch der Grund dafür, dass halt dieses Angebot, auf das die ganze Zeit gewartet wurde, nicht gekommen ist. Da finde ich das einen sehr guten Punkt. Das könnten wir immer diskutieren. Wir haben ja in der gesamten Vorbereitung dieses 4-1-3-2 Rautensystem da eingeübt und dann halt gegen den Zweitligisten nach 20 Minuten de facto wieder beerdigen müssen. Und das war letzte Saison ja schon ein paar Mal so, dass wir halt immer instabil wurden, wenn wir in dieser
einfachen Sechs gespielt haben. Einfach weil ich glaube, Skiri hat nicht das perfekte Profil für den einfachen Sechser. Skiris ganze Funktion ist ja, dass der überall auf dem Platz ist. Dass er da alles staubsaugt, alles wegfischt irgendwie und einfach überall ist. Aber das ist ja schlecht, wenn dein Job darin besteht, dass du halt deine Position halten musst und diesen Sechserraum nicht verweisen lassen darfst. Und deswegen, glaube ich, war der mit Sully so ein kongeniales Duo, weil natürlich Sully da viel besser diese Zentralachse halten kann oder konnte, als er noch bei uns war. Und deshalb glaube ich, dass man da ran muss, dass man überlegen muss, dann doch wieder dauerhaft auf ein 4-2-3-1 umzustellen und damit dann vielleicht ein bisschen die Offensivwucht opfert. Oder dass man, ja, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Mittel und Wege findet, um da Stabilität reinzubringen. Aber ich glaube, mit dieser Raute wird das schwer gegen ambitionierte Bundesligisten. Ja, unterstreiche ich so. Also das war tatsächlich kein Glanzmoment von Skiri. Also auch wie er den Ball vor dem 2-0 verliert, habe ich so selten bei ihm gesehen. Und wenn die war nicht gut, muss man einfach sagen. Ja, und wenn die Rollenbeschreibung ist, sage ich jetzt mal, überall auf dem Platz zu sein, dann weiß ich nicht, ob wir tatsächlich vielleicht zumindest auf mittelfristige Sicht mit Ljubicic sogar besser fahren. Also ich finde, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Regensburg, Ljubicic, den kann man da am wenigsten vorwerfen. Hat ja das 2-2 geschossen, hat seinen Elfmeter sicher verwandelt, was ja auch nicht selbstverständlich ist für einen defensiven Sechser, der ja nicht bis jetzt durchs Toreschießen aufgefallen ist. Ich habe jetzt nicht seine Statistik gesehen, aber ich würde mal tippen, dass der auch locker 120 Kilometer gelaufen ist in dem Spiel, keine Ahnung. Gefühlt jedenfalls wahrscheinlich sogar mehr als Skiri, ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeschaut. Könnt ihr vielleicht gerne parallel machen, während ich weiterrede. Finde ich gut, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, dass er wirklich jetzt in jedem Spiel alleine auf der 6 spielen sollte. Ich tendiere wirklich eher dazu, dann doch die Doppel-6 so lange zu benutzen, bis da Stabilität in das Gesamtsystem reingekommen ist. Ja, also Ljubicic war tatsächlich einer der Lichtblicke in der Mannschaft. Aber alleine gesetzt, ich finde, Ljubicic hat tatsächlich nach vorne eben genau die Qualität, die ich ja auch immer von so Mittelfeldspielern fordere, dass der auch mal ein Tor erzielen kann, dass der auch mal mit dieser bisschen Wut im Bauch dann nach vorne geht. Und als alleinige Sechs ist der Wirkungskreis ja da auch ein bisschen eingeschränkt. Klar können die auch Tore machen, aber da bist du ja tatsächlich eher der Absicherer als der mit nach vorne geht. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob Baumgart vielleicht sogar den Move macht, wenn Jonas Hector fit ist, mit Jonas und mit Skiri wieder eine Doppel-6 zu bilden. Und da bin ich gespannt. Das meinte ich eigentlich auch. Ich wollte gar nicht auf eine alleinige 6 Ljubicic zurückkommen, sondern einfach die Frage, wenn es einen wie sogenannten Box-to-Box-Player dann gibt, halt, der dann überall agiert, dann hat man da die Auswahl aus meiner Sicht zwischen Skiri und Ljubicic und zusammen wird das nicht auf höherem Niveau funktionieren, glaube ich einfach, weil beide halt von der Robustheit oder dieser Achse, wie du vorhin gesagt hast, von Sully halt nicht so spielen können, diese Stabilität so da reinbringen auf die 6, wäre dann halt eher die Frage, entweder Jonas hochzuziehen oder der sich wohl in der Vorbereitung auch ganz gut gemacht hat, aber jetzt halt noch nicht zeigen durfte im Pokal, auf Martell zu setzen. Ja. Martell, Entschuldigung. Ja, auch eine Überlegung, ja, stimmt. Ja, also langfristig wird es immer auf Martell hinauslaufen in den nächsten 1-2 Jahren irgendwann, ne? Ob er schon soweit ist, kann man jetzt schwer beurteilen. Da wir noch nicht, also ich glaube, keiner von uns hat ihn schon mal irgendwie spielen sehen. Ja, der Move mit Hector könnte funktionieren, gerade weil Petersen ja angedeutet hat, dass er dann sehr, ja, unaufgeregter, sehr sachlicher, defensiv stabiler Linksverteidiger ist, was man jetzt ja von dem ehemaligen Stellvertreter von Jonas Hector, Jannis Horn, nicht unbedingt behaupten konnte. Aber viel Erfolg in Bochum.
Ja, natürlich gibt man damit aber auch ein bisschen Offensivelement preis. Also Pedersen nach vorne ist jetzt noch nicht ganz so sein Ding, dass er da irgendwelche Flanken an den Mann bringen würde oder wie Hector nach innen zieht und das offensive Mittelfeld überlädt und so. Ich glaube, da ist Pedersen noch nicht der, oder ist er einfach vom Spielertypen her nicht der Richtige für. Dann ist halt die Frage, ob man mit einer Doppel-Sechs und Pedersen nicht auch ein bisschen zu viel Offensive aufgeben würde. Ich glaube, das steht und fällt ja auch damit, gegen welchen Gegner spielt. Ja, okay. Also, ne, ich meine, wie gesagt, ich möchte das gar nicht schwarz malen, weil ich glaube, dass tatsächlich wir in diesem Kader genug Möglichkeiten haben, eben das auszumerzen, weil zum Beispiel, ich finde, dass Lindenmeiner nach seiner Einwechslung enorm viel Lärm gemacht hat. Ja, gut, dass du das sagst. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch das ist eigentlich auch im Prinzip so ein bisschen das gewesen, was letztes Jahr uns ja auch den Arsch gerettet hat. Wir haben wahnsinnig wie viele Tore nach Einwechslung gemacht. Also zum Beispiel Schindler in Leverkusen, Lubicic nach Einwechslungen, Lemperle gegen Bochum im Hinspiel. Und das ist eine Qualität. Das sind jetzt keine Weltklasse-Spieler, aber tatsächlich finde ich, wenn du Meiner gegen den Kainz wechselst, dann ist das kein signifikanter Leistungsabfall unbedingt. Sondern ganz im Gegenteil, wenn Florian Kainz mal keinen guten Tag hat und gegen Regensburg hatte er keinen guten Tag oder zumindest keinen herausragenden Tag, dann kannst du halt diesen Move machen und dann einen ganz anderen Spieler auch bringen, der zwar die gleiche Position spielt, aber sie völlig anders auslebt. Mhm. Und ich glaube, halt das ist etwas, was uns, glaube ich, ganz gut auch zu Gesicht steht. Und ich glaube auch, das ist auch der Vorteil, dass wir jetzt mit Adamian und mit Tigges da halt auch noch Stürmer haben, die eben genau zum Beispiel da auch noch eine andere Rolle spielen können. Dass wenn Modest mal verletzt ist, krank ist, gesperrt ist, keine Ahnung, leistungstief hat, dass du damit auch agieren kannst. Du hast einen Martell, du hast einen Kilian, Lemperle, du hast noch Hussein Basic, du hast noch Schindler, die jetzt gar nicht im Kader standen. Und das ist tatsächlich eine Qualität, die sich dann nachher zeigen wird, weil wir werden ja nachher auch mal auf den Spielplan gucken, je nachdem, wie weit wir dann in der UEFA European Conference League spielen, also in der UECL kommen, werden das teilweise volle Monate und da werden wir auch rotieren müssen in den Spielen und da ist das halt, glaube ich, ganz wichtig und das ist ja auch das, was Steffen Baumgart letzte Saison tatsächlich ausgezeichnet hat, jeden Spieler mitzunehmen und da bin ich noch positiv gestimmt. Meine Stimmung wird tatsächlich ein bisschen jetzt von Sonntag abhängen, weil wenn du jetzt im Saisonbeginn nicht gut startest, dann kann es schwierig werden. Da kommen wir gleich drauf, wenn wir über die Saison, den Saisonstart reden. Gut, dass du nochmal Lindenmeiner direkt erwähnt hast. Den wollte ich auch nochmal wirklich loben, tatsächlich. Der hat auch genau auf meiner, also quasi direkt vor mir, hat er mir einen vorgespielt. Und man hat schon gesehen, der bringt was rein, was kein anderer Spieler unseres Kaders reinbringt. Nämlich so eine Mischung aus Schnelligkeit und Dribbeln können. Wir haben ja so diese typischen Dribbler haben wir gar nicht im Kader. Wir haben viele so geradlinige Spieler mit Kainz oder Thielmann, die dann halt mal einen Ball am Gegner vorbeilegen und einfach schnell rennen. Also im Fall von Thielmann, Kainz kann nicht schnell rennen, aber Thielmann. Was aber fehlt, ist, dass mal jemand im 1 gegen 1 an einem Gegner mit Ball am Fuß vorbeigehen kann. Und dieses Element bringt Lindenmeiner da gut rein. Ich finde auch ein bisschen schade, dass keiner seiner Flanken einen Abnehmer gefunden hat, denn da wären ja einige Chancen möglich gewesen. Da gab es zum Beispiel eine Szene, die fand ich super. Da hat er den Außenbahnspieler von Regensburg ausgedribbelt und hat dann zwei Optionen. Die eine ist, in Rückraum zu spielen und die andere wäre es, direkt vors Tor zu flanken. Und seine ganze Körpersprache, wie er sich gedreht hat und so, sah dann so aus, als wolle er den Rückpass in den Sechserraum spielen, der Regensburger. Und da haben wirklich alle mit gerechnet. Aber dann macht der so ganz verrückt mit dem linken Außenriss eine Flanke vors Tor, hat damit Regensburg komplett überrascht. Leider hatte damit auch Marc Uth überrascht. Der kam dann einen Zentimeter zu spät, weil er nicht damit gerechnet hat. Aber ich sag mal so, wenn die Mannschaft sich darauf einstellt, dass der ab und zu mal so verrückte Dinge macht, dann ist das eine echte Bereicherung, glaube ich.
Gerade weil wir sonst auch keinen anderen im Kader haben, der verrückte Dinge macht, der mal so Ideen hat. Also vielleicht Marc Uth am ehesten noch. Aber allen anderen weißt du schon, was jetzt kommen wird als nächstes. Und da glaube ich, kann gerade Linden, ja, kann noch eine gewisse Farbe reinbringen, die bis jetzt nicht drin ist. Ich denke auch, dass wir sicherlich, ja, von diesem Tausch ist es ja quasi von Schaub gegen Meiner profitieren. Also, dass wir da jetzt echt das Upgrade haben. Meiner bei uns und Schaub jetzt bei 96. Weil letztes Jahr war Schaub derjenige, der dann halt mal mit dem Dribbling was machen konnte, aber dem fehlte halt auch tatsächlich dann einfach immer die Grundschnelligkeit und ein bisschen das Durchsetzungsvermögen, um sich, glaube ich, ja, langfristig in der Bundesliga durchzusetzen. Und gut, jetzt war es bisher ein Spiel, aber ich denke schon, dass das sehr optimistisch stimmt, dass Meiner das vielleicht das bessere Paket ist. Ja, sind wir gespannt, ne? Ich würde auch davor warnen, alles schwarz zu malen. Aber wir sollten trotzdem mal noch ein bisschen auf das Elfmeterschießen eingehen. Also weniger auf die Qualität der Schüsse. Das ist ja immer so ein bisschen auch Nervosität und ja, 120 Minuten schlimmstenfalls in den Knochen. Mir geht es eigentlich eher darum, und das ist jetzt wirklich dieselbe Diskussion, die wir 2001 schon mal geführt haben nach dem Regensburg-Spiel, wer da geschossen hat und wer da vor allen Dingen nicht geschossen hat. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die beiden Fehlschützen gecallt, bevor sie geschossen haben. Ja. Chabot geht nach vorne und du weißt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Glück und der Torwart springt in die andere Richtung. Aber ja. Und dann, das dann. Ich liebe ihn ja wirklich. Ihr wisst alle, ich liebe Easy Boy, ne? Ich finde den super. Ist jetzt kein Bundesligaspieler unbedingt von seiner Qualität her, aber ich mag ihn total gerne. Aber dass der noch den fünften dann schießt, also den entscheidenden. Da muss ich mich schon fragen, wo sind da Marc Uth, wo sind da Kapitän Jonas Hector, vielleicht auch ein Skiri, der sich zu höheren Berufen fühlt, ja anscheinend. Da kann doch nicht sein, dass da Easy hingeht, der keinen Stammplatz hat, der in Köln immer so ein bisschen das Pech an den Hacken hat und hier ja auch als Bruder Leichtfuß verschrien ist. Also muss man doch nicht auch mal als Kapitän sagen, Easy setzt sich hin, du schießt den siebten oder achten, aber garantiert nicht den fünften. Ich weiß nicht, ob der Spieler selber entscheidet, an welche Position er dann kommt. Ne? Ich glaube schon, dass die Spieler sich gemeldet haben oder abgefragt wurde, wer denn dann bereit ist zu schießen, das schon. Aber die Reihenfolge am Ende, würde ich jetzt vermuten, wird vom Trainer festgelegt. Und das, da an der Stelle frage ich mich auch. Ich bin auch absolut Team Easy. Ich mag den total gerne und hatte mir eigentlich auch erhofft, dass Baumgart noch viel mehr aus dem rausholt, weil er viel, viel für das grundsätzliche Spiel von Baumgart mitbringt. Aber wenn man irgendwas in den letzten Jahren bei ihm festgestellt hat, ist es sicherlich, dass er nicht der nervenstärkste Spieler ist. Und dem dann den letzten Elfmeter zu geben, das war wirklich Undankbarkeit mit Ansage so ein bisschen. Was die nicht angetretenen Spieler betrifft, hat Keller, glaube ich, gesagt, die Gründe bleiben in der Kabine. Uth hat dann gesagt, er hatte Adduktorenprobleme. Ich habe jetzt auf so einem Niveau noch nie Elfmeter geschossen. Das kann durchaus aus meiner Sicht ein Grund sein, da nicht anzutreten. Und bei Hector und Skiri, ja, Hector war noch nie ein guter Elfmeterschütze. Ich glaube, der lebt immer vom Ruf her, vom Elfmeterschießen damals für Deutschland, das er dann damals entschieden hat. Aber das war ja auch kein guter Elfmeter. Und bei Skiri weiß ich es jetzt auch nicht. Aber ich würde es schon erwarten, gerade wenn man dann sagt, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, dass man in so einer Situation auch vorher sagt, Junge, du bist jetzt vielleicht nicht der Richtige, hier als Fünfter anzutreten. Ich tue mich, also auf der anderen Seite denke ich mir immer so, naja, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir auch hier schon im Podcast gesagt haben, naja, vielleicht brauchen wir auch da mal Spieler, die zeigen, dass sie wollen. Und also tatsächlich habe ich in dem Augenblick gedacht, ich hätte mich gefreut, wenn Lemper sich den Ball geschnappt hat. Ich glaube auch, aber ansonsten, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie gut die anderen Elfmeter schießen können. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, weil tatsächlich der Elfmeter von Ljubicic und der von Meiner, die waren gut. Der von Chabot und Easyway möchte ich nicht drüber sprechen. Der von Thielmann war auch nicht gut. Und da stehen dann noch auf dem Platz Hübers, Skiri, Uth, Hector, Lemperle und Lemperle.
Ich weiß nicht, ob die alle so viel besser Elfmeter schießen. Ja, aber Lämperle wissen wir es ja. Der hat ja gegen Jena seinen souverän verwandelt. Genau, genau. Also bis auf Tim Lämperle, den ich da vielleicht genommen hätte. Also, wie gesagt, bei Hector bin ich bei Moritz. Also, den Elfmeter, den er da gegen Italien reingemacht hat. War Glück, natürlich, klar. Das war jetzt nicht gut geschossen. Und der war genauso geschossen wie der Chabot-Elfmeter. Genau. Weil der Chabot-Elfmeter wäre ja auch fast noch hinten reingerutscht, dem Torwart durch die Arme durch. Und bei Hector ist es eben passiert gegen hier. Buffon, danke. Und beim Chabot eben ganz knapp nicht. Der hat noch kurz vor der Linie dann mit der Hand wieder rausgefischt, der Torwart. Jo, trotz allem, schlechter als Easy wirst du auch nicht schießen als Hector. Und ich meine, die trainieren das doch. Also haut der Easy die im Training einfach total souverän rein und die sagen alle, jo, super. Oder schießt er die im Training halt ähnlich? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Also, das ist ja wirklich, wirklich eine Frage, die ist, glaube ich, interessant, weil ich glaube halt, wenn du keinen Druck, also das kennt doch jeder von sich selber, wenn du keinen Druck hast, so weiß ich nicht, du machst irgendwas und weißt, alles klar, weil ich nehme jetzt hier ein Papierkügelchen und werfe das Richtung Papierkorb und wenn ich treffe, ja, dann ist er drin und wenn nicht, muss ich aufstehen und wegtun. Wenn ich da keinen Druck hinter habe, dann fällt mir das einfacher, so ein Ding auch vielleicht mal zu machen. Aber wenn ich da Druck hinter habe und ich wette mit irgendjemandem um 100 Euro, dann fängt der Kopf an zu rattern. Und das ist doch da nur auf hohem Niveau. Und ja, es sind Profis, aber das kann man nicht ausstellen. Also ich glaube nicht, dass man das vollumfänglich ausstellen kann. Und ich glaube halt eben, dass so ein Easy und so ein Chabot es eben genau richtig machen wollen. Und dann zu viel, also das wahrscheinlich beim Elfmeter, du darfst einfach nicht anfangen zu überlegen. Du musst da hingehen, am besten, wahrscheinlich ist es da ganz gut, wenn du vielleicht nicht den riesen Intellekt hast als Fußballspieler, gehst hin und klopfst das Ding einfach rein. Aber ich glaube, wenn du anfängst zu überlegen und nachzudenken, dann kann es passieren, dass du eben zu viel überlegst und dann, ja, verschießt du halt. Aber die waren nicht gut geschossen, ja. Ja, vor allem, ich finde immer, also ich habe auch noch nie in meinem Leben auf Profiniveau in irgendeinem Sport einen Penalty geschossen, egal in welchem. Logischerweise nicht. Aber ich finde, wenn du nicht der sicherste Mensch der Welt bist, dann schieß doch zumindest fest. Das siehst du doch bei Thielmann. Der geht ja auch noch rein, weil den fest schießt. Aber fest ist auch nicht ungefährlich, ne? Also wenn du fest schießt, ist die Gefahr ja auch groß. Also da hast du mit je fester du schießt, desto mehr Streuung hast du doch auch drin. Ja, klar. Trotz allem, es gibt einen Fußballer in England, der hat irgendeinen Rekord, was das hintereinander verwandelte Versenken von Elfmetern angeht. Der hat also alle getroffen in seiner Karriere. Das war auch ein Abwehrspieler. Und dessen Credo war, scheißegal wohin, Hauptsache fest. Also so die Lukas Podolski-Schule des Elfmeterschießens. Ich weiß, dass auch Podolski Elfmeter verschossen hat, ist keine Frage. Mir fällt da zum Beispiel einer gegen Australien beim DFB ein. Aber naja, zumindest kann ja halt sowas wie dann bei Thielmann passieren, dass der Ball trotz gehalten immer noch reingeht. Das kann dir nicht passieren, wenn du den schnicksen willst. Ja, stimmt. Ja, gebe ich dir tatsächlich recht. Also das ist so. Ich glaube, das ist halt tatsächlich Lotterie, so ein bisschen Elfmeterschießen. Also klar, es steht es und fällt es damit auch, wie gut machst du das, wie gut bist du drauf, was für ein Selbstvertrauen hast du. Aber wenn du dann halt da überlegst und anfängst zu überlegen, dann ist es halt vielleicht auch schnell vorbei. Und wenn wir jetzt gewonnen hätten, hätten wir gesagt, ja, weitergekommen, Wunderputzen hier, ja, und so müssen wir uns halt ärgern, dass wir halt nicht weitergekommen sind. Das ist leider so. Nee, da hast du vollkommen recht. Auch die Regensburg-Elfmeter hätte zwei mehr, hätte Timo halten können, mit ein bisschen mehr Glück. Ja, beim einen war er ja dran. Den letzten, anderen, wo er mit dem Fuß dran ist, kann, genau. Also wenn er da ein bisschen mehr Glück hat, also einfach genau. Ein Tacken mehr Glück, dann kann er den auch halten. Also genau. Das war jetzt nicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir 4 Elfmeter oder 3 Elfmeter verschossen haben und die haben 3 reingemacht. Also wir haben halt einen mehr verschossen und das reicht halt einfach dafür, dass wir halt ausscheiden. Das ist halt einfach so, so bitter das klingen mag.
Und wir hätten es aber einfach in der regulären Spielzeit und aber auch in der Verlängerung entscheiden können. Und tatsächlich gibt es einen Unterschied zum letzten Regensburg-Spiel. Wir sind halt nicht beschissen worden. Also tatsächlich. Na, weil, sind wir das nicht? Sind wir das nicht, Marco? Ja, grundsätzlich wird der, also ich. Hätte das nicht Elfmeter sein müssen an Thielmann? Aus Selbstschutz sage ich nicht zu dieser Schiedsrichteransetzung. Also, Moritz, möchtest du was sagen? Du bist anonymer als der Marco. Wenn Felix Brüch sich mal mit mir treffen möchte, können er gerne vorbeikommen. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich fand diese Nummer, wo er 20 Meter gehalten wird und dann quasi der zweite Regensburger dann ihm den Ball abnimmt und dann wird da gar nicht gepfiffen, das fand ich eine absolute Frechheit. Also völlig unverständlich teilweise, wie man bei so einem Spiel dann als Schiedsrichter noch der schlechteste Mensch auf dem Platz sein kann. Das ist, ja. Aber es ist halt Felix Brüch, ja. Ja. Vor allem das Bittere fand ich eine Minute vorher, vielleicht zwei Minuten vorher, hat das exakt gleiche Foul Linden Mayner offensiv gegen den rechten Außenverteidiger von Regensburg begangen. Und da hat er Freistoß für Regensburg gegeben. Das war das genau gleiche Foul. Das war dieselbe Intensität, dieselbe Handhaltung, alles genau identisch. Und dann kommt dieses Typische, was viele Deutsche oder vielleicht generell alle Schiedsrichter haben. Sobald irgendwas im Strafraum passiert, gelten andere Maßstäbe. Ja. Wie gesagt, ich bin kein großer Felix-Brüch-Freund. Ich finde den schwer zu ertragen. Ja, und einmal war auch Adamian durch, ne? In der Mitte der ersten Halbzeit war der schon mal durch und wurde dann zurückgepfiffen für nichts. Und da gab es auch einen Freistoß von Regensburg. Es wäre eine Monsterchance gewesen, weil es war ja, aber Ecke. Dieser Pressschlag, ne? Ja, ja. Und der wäre durch gewesen. Also ich weiß nicht, ob er jetzt schnell genug gewesen wäre, da nicht nur abgefangen zu werden auf dem Weg zum Tor, aber wäre zumindest mal der letzte Mann gewesen, der aufs Tor zugelaufen hätte können. Und dann kannst du immer hoffen, dass der Gegner dich fault, dann gibt es eine rote Karte. Da weiß der Geier was. Wie bei mir mehr passiert, als wenn du es direkt wegpfeifst. Also war jetzt auch keine tolle Leistung. Stimmt aber auch, daran hat es nicht gelegen. Also liegt mir jetzt fern hier, das auf den Herrn Brüch zu schieben, die Niederlage. Ich finde, gegen den Zweitligisten, egal ob die Tabellenführer sind oder nicht, kannst du auch mit einer schlechten Schiri-Leistung gewinnen und auch ohne Elfmeter Geschenke und also nicht Geschenke, aber ohne Elfmeter zu bekommen und dergleichen. Ja, hat nicht sollen sein. Aber findet ihr es nicht krass, dass ein Schiedsrichter aus München in Regensburg pfeift? Aber ist das jetzt nicht sowieso durch die ganze Corona-Geschichte auch erlaubt, dass die innerhalb ihrer Landesverbände pfeifen dürfen? Ich, wie gesagt, ich ja, aber also ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell noch, also klar, halt das während der Corona-Sachen, aber weiß ich nicht, ob das. Ja, aber ich finde es auch nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Also nein, das so wie ich die Bayern verstehe, mag doch da die eine Region immer die andere nicht, egal welche. Also ich glaube, ein Schiri aus München hat es mit Regensburg auch keine größeren Verbändelungen. Es war einfach, ich habe einfach nur geguckt, wo Felix Brüch herkommt und wollte Felix Brüch noch mal einen zusätzlich reindrücken. Ja, also ich brauche ihn jetzt nicht im Spiel gegen Schalke nochmal oder so. Andererseits, ich bin eh jetzt kein großer Fan des deutschen Schiedsrichterwesens und wüsste jetzt auch nicht, wen ich mir da wünschen würde. Insofern ist es wahrscheinlich auch egal. Schwierig. Ja. Schwierig. Dennis Aitekin beendet seine internationale Karriere. Er will sich jetzt ganz aufs Kartenlegen fokussieren. Ja. Ja. Okay. Ja, der kam zu gut jetzt. Kartenlegen. Der ist gut. Ja. Ja. Gut. Oh. Habt ihr da was zu Regensburg? Nee. Ich kann noch kurz ein bisschen von dem Tag an sich erzählen. Also ich hatte eine wunderschöne Zeit da in München und Regensburg, trotz des schlechten Spiels. Es galt wieder mal der alte Udo Es galt wieder mal der alte Udo Lattek-Spruch. Wetter toll, Stimmung toll, Menschen toll, nur die Mannschaft stört. So war es dieses Mal auch wieder. Ja, also Grüße an alle, die ich da kennengelernt habe, die ich da getroffen habe, mit denen ich Zeit verbracht habe. Bitte? War, glaube ich, die Vibration. Achso, ich glaube, der hat irgendwas gesagt.
Ja, also Grüße an alle, mit denen ich Zeit verbracht habe. Ganz spannend war es, dieses 9-Euro-Ticket-Chaos mal live zu sehen. Wir hätten es, glaube ich, nicht geschafft, mit dem Zug von München nach Regensburg anzureisen, obwohl wir morgens um 9.30 Uhr am Bahnhof waren. Aber es wäre eine 2 Stunden Zugfahrt gewesen und eigentlich sollte ich sogar durchfahren, aber eben nur eigentlich. Und dann gab es immer so einen Schienenersatzverkehr und so. Aber dieser Bus war so voll, dieser Zug war so voll, der hat sich geweigert, loszufahren, bis nicht alle Menschen ausgestiegen sind, die stehen. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschen da freiwillig ausgestiegen sind. Ne? Mhm. Ich glaube, der ist dann unterm Strich eine Stunde später losgefahren, womit wir alle Anschlusszüge verpasst haben oder hätten. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße an den Thomas, der uns da mitgenommen hat im Auto. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht so entspannt und so locker geschafft, da in Regensburg anzukommen. Ist auch ein bisschen skurril in Regensburg. Du fährst mit dem Auto auf den Gästeparkplatz und hast dann keine Chance mehr, vom Gästeparkplatz ohne ganz große Umwege zu einer anderen Tribüne als der Gästetribüne zu kommen, weil da alles umzäunt ist. Du bist da wie in so einem, du fährst quasi in so einen Hühnerkäfig rein und kannst dann nur innerhalb dieses Hühnerkäfiges dich bewegen. Und wenn du ins andere Ding willst, musst du einmal ganz, ganz außen rum, wenn du jetzt nicht im Gästeblock sitzt, sondern einfach nur im neutralen Block halt, so wie wir. Also auch da kann man, glaube ich, infrastrukturell noch ein bisschen was ändern, auch wenn ich vermute, dass es Absicht sein wird von Regensburg. Wahrscheinlich. Ja, die wissen ja auch, wer der zweiten Liga da so hinkommt. Insofern. Ja. Ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, liebe Grüße an alle und auch vielen, vielen Dank für den schönen Tag trotz Niederlage. Jo, gut. Ein paar Mal durfte ich unser Ausweichtrikot live sehen. Das, was immer so ein bisschen ausschaut im Fanshop, als wäre es ein Schlafanzug von Schalke 04. Soll ich mich mal ganz unbeliebt machen bei euch? Das sieht gut aus, oder? Im echten Leben sieht es besser aus als im Fanshop zumindest. Ja. Also im Fanshop gefällt es mir überhaupt gar nicht. Auch allein, weil da so diese zwei Blautöne so sehr kontrastierend aussehen. Also auf den Fotos meine ich jetzt, ne, vom Fanshop oder generell diesen Promo-Fotos. Im echten Leben sind diese beiden Blautöne viel näher beieinander. Also zumindest sieht das für mich so aus. Dadurch gefällt es mir ein bisschen besser im echten Leben. Immer noch kein Fan von diesen Blitzen. Immer noch kein Fan davon, dass wir überhaupt in Blau spielen. Aber im echten Leben zumindest ein bisschen besser als in diesen Promo-Fotos. Da bin ich ja mal gespannt, das live zu sehen, weil ich eigentlich seid ihr ja meine Brüder im Geiste, was die Kritik am FC-Merchandising angeht. Insofern, wenn du dann schon so milde gestimmt bist, will ich da auch mal offen rangehen. Ja, also immer noch nichts, was ich mir jetzt kaufen würde, ne? Jedenfalls nicht mit dem Hintergedanken, dass es ein FC-Trikot sein soll. Vielleicht wäre es wirklich für Schalke ein okayes Ausweichtrikot oder so. Für uns weiß ich jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht. Aber es sah okayer aus, als ich das gedacht hätte. Und ganz spannend, vor mir saß eine dreiköpfige Gruppe. Das war eine Mutter mit ihren zwei erwachsenen Kindern. Und die hatten hinten jeder einen Flock auf ihrem blauen Ausweichtrikot. Der eine hatte Jubicic, okay, da kannst du nichts gegen sagen. Die anderen beiden hatten Christian Pedersen und, jetzt habe ich den dritten leider vergessen, aber das war eine spannende Kombi. Also dir ein blaues Trikot zu holen und dann da so auf Verdacht mal hinten Christian Pedersen drauf zu machen, den dir wahrscheinlich noch nie hast spielen sehen, wenn du nicht vorher großer Fan der Championship warst. Ja, fand ich zumindest interessant. Schindler war der dritte. Kingsley Schindler. Ja, gut. Ja, kann man machen, ne? Also, muss man aber nicht. Also, sind interessante Entscheidungen getroffen worden, sagen wir mal so. Auf dem Weg. Ich bin ohnehin kein Freund davon, Spielernamen auf Trikots zu haben. Ja. Das habe ich mit 14 hatte ich das, glaube ich, mit, nee, 13 mit Labbadia und dann ein halbes Jahr später war er weg, dann habe ich das eingestellt. Ja. Ja, ich besitze genau ein einziges Trikot mit Flock. Nee, stimmt nicht, zwei. Das habe ich mir, also eins davon habe ich mir selber gekauft, das andere ist so ein Geschenktrikot von Geburtstags- oder Abschiedsgeschenken irgendwie. Eins habe ich mir selber gekauft. Das Schwarze, das Ausweichtrikot Schwarz, was ja doch ein sehr schickes ist, mit dem Flock von einem gewissen Jonas Hector, weil ich finde, wenn es einer verdient hat, wo ich auch nicht Gefahr sehe, dass der irgendwie frühzeitig einen Verein verlässt, dann ist es halt Jonas Hector. Das Problem ist, ich habe dieses Trikot jetzt zum ersten Mal angezogen gegen Regensburg und ich bin ja so ein bisschen abergläubig beim Fußball.
Jetzt ist dieses Trikot eigentlich für mich erstmal, ja, verbrannt sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Entweder ziehe ich es jetzt so lange knallhart an, bis wir wieder mal ein Spiel gewinnen, was halt schlimmstenfalls lange dauern kann. Oder ich muss es mal irgendwann in einem Vorbereitungsspiel gegen irgendeinen Landesligisten anziehen oder so, damit dieser Fluch gebrochen wird. Das ist die große Frage. Hast du das 2017 auch so gemacht? Wenn ich das noch wüsste. Boah, eine gute Frage. Das Trikot so lange angezogen, bis wir irgendwann mal wieder gewonnen haben. Ja, das ist eine gute Frage. Oh Gott. 2017. Ich gebe zu, ich weiß es nicht. Also tatsächlich, ich mache das so, wenn ich ein Trikot anhabe und mit dem Trikot im Stall bin und mit dem Trikot wird verloren, wird das Trikot ausgetauscht. Also ich verbrenne das nicht, sondern ich ziehe dann ein anderes an. Ja, aber holst du es dann nie wieder raus? Also keine Chance auf Redemption? Es hat immer die Möglichkeit, zurückzukommen. Also es kann ja durchaus mal vorkommen, dass der FC mehrere Niederlagen nacheinander hat. Da kommt die Rotation schon ins Spiel. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich 95 Trikots habe, aber erstmal ist das für mich, ich weiß nicht warum, habe ich tatsächlich schon immer so gemacht. Und das habe ich bisher beibehalten. Mache ich tatsächlich genauso. Ja. Ich werde es spontan beim Spiel gegen Schalke entscheiden. Ja, dann hätten wir aber, glaube ich, einen ganz guten Segway in dieses Schalke-Segment gefunden, über das wir dann ja noch kurz reden wollen. Denn Schalke ist der erste Gegner in der Bundesliga-Saison. Am Sonntag als Abschluss des ersten Spieltages der Saison 2022-23 spielt der erste FC Köln zu Hause einen Saisonauftakt gegen den frisch aufgestiegenen Schalke 04. Ich glaube, manche Sportschau-Moderatoren würden 05 sagen. Was erwartet ihr von diesem Spiel? Ist für mich tatsächlich ein Spiel, was ich noch nicht so ganz einschätzen kann. Ich habe letzte Saison einige Spiele von Schalke in der zweiten Liga gesehen. Da waren wenig Spiele bei, wo ich gesagt hatte, wow, das ist aber ein Aufsteiger, der die zweite Liga aber hier sowas von durchdominiert. Und die sind wie Bremen ganz, ganz schwach in die Saison gestartet, haben es dann irgendwie doch aber geschafft, sich in einer wirklich auch, glaube ich, nicht richtig guten Saison für alle da durchzuspielen. Und ja, Bremen hat aber auch ohne Trainer angefangen zu spielen, darfst du auch nicht vergessen. Ja, die haben zumindest früh den Fehler behoben. Also den Fehler am Anfang. Und Grüße nach Dresden. Grüße nach Dresden. Auch ihr werdet es merken. Und ich weiß nicht, also ich kann diesen Schalker Kader noch nicht so greifen. Wir wissen doch alle, wie das ausgeht. Ich weiß jetzt schon, wer Tore gegen uns machen wird. Ja, ich habe die Hand auch schon zum Salut groß an der Stirn. Tirol ist noch angeschlagen, ne? Ja, also Tirol ist angeschlagen. Nicht gespielt am Wochenende. Ist auch wohl noch nicht ganz fit. Aber wenn Tirol nicht trifft, Dann Drechsler. Ja, die haben ja noch ein paar mehr von uns, ne? Da hätten ja noch einige andere Kandidaten. Einige nicht, aber da könnte da auch noch verwechsel ich, glaube ich, gerade, ne? Nee, sorry. Schulinov ist wieder zurück bei Stuttgart. Schulinov ist zurück und Çalhanoğlu haben sie, nicht Çalhanoğlu, sondern Postogan haben sie auch losgegeben. Also, die haben ein paar Spieler, die tatsächlich interessant sind, aber ich weiß noch nicht so ganz, was ich... Also, die haben einen Sturm, der aus Terodde, Bülter und Polter besteht. Ja, aber du hast ja von bei Owusu gesehen, gerade so diese großen physischen Stürmer, ja, aber, Polter. Aber auch da, Sebastian Polter hat letzte Saison von Bochum profitiert und nicht umgekehrt. Ja, naja, reicht ja, wenn er ein Tor macht, ne? Aber auch Bülter, das ist auch so eine Kante mit 1,88. Also 85 Kilo kommen da auf dich zu als Abwehrspieler, das ist schon auch was. Und vor allem halt dahinter haben sie ein spannendes offensives Mittelfeld. Das ist ja das, was da für Tore sorgen soll wahrscheinlich.
sodass wahrscheinlich Polters Funktion eher darin bestünde, Bälle abzulegen, als selber das Tor zu erzielen. Und da kommen schon einige, die ich ganz spannend finde, so, ne? Also, du kannst da einen Lee nennen, Salazar kannst du da nennen, ich finde auch zum Beispiel Harit gar nicht unspannend, auch wenn sie ihn, glaube ich, loswerden wollen. Ja. Gut, Drexler, ja, hat bei uns jetzt nicht überzeugt, finde ich, der alte Spacken. Kleiner Funfact. Wisst ihr, welches Spiel nach dem letzten Ausscheiden gegen Regensburg auf der Tagesordnung stand? Wahrscheinlich Schalke, ne? Nee, vielleicht waren gar nicht in der Liga da, weiß ich gar nicht. Oh, doch, Wahnsinn, ja. Nee. Das Spackengate-Spiel, wo wir von Drexler gerade reden. Gegen Gladbach? Ja, wir haben danach direkt gegen Gladbach gewonnen, nach dem Ausscheiden. Ja. Challenge accepted, ne? Ja, ne? Also. Sogar in Gladbach, glaube ich, das. Ja, klar, war ja der Bus, genau, nach Gladbach. Ja. Ja, also. Das kann in alle Richtungen schlagen. Es kann sein, dass wir das gewinnen werden. Es kann sein, dass das Unentschieden ausgeht. Es kann sein, dass wir das gewinnen werden. Oh, Wunder, Wunder. Das ist eine wahnsinnig, also ich kann es tatsächlich nicht greifen. Ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen davon abhängig sein, wie beide Teams ins Spiel rein starten. Und dann müssen wir einfach schauen. Also wir müssen, glaube ich, unser Spiel machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht anfangen, irgendwie auf Schalke zu gucken und gucken, was die machen. Nein, wir müssen unser Spiel machen. Und dann werden wir das gewinnen können. Also das ist kein Gegner, vor dem man unfassbare Angst haben muss. Sehe ich auch absolut so. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass wir denen in den ersten 15, 20 Minuten zeigen, dass wir unseren Stempel aufdrücken wollen, wir dieses klassische Baumgart-Spiel aufziehen, ja. Denen zeigen, dass das Tempo in der ersten Liga schneller ist als in der zweiten. Wenn wir so beginnen wie gegen Regensburg, dann sehe ich schwarz für das Spiel. Wenn wir so beginnen, wie wir das letztes Jahr häufiger gesehen haben, dann kann das auch sehr schnell in unsere Richtung ausschlagen. Aber ich glaube, die ersten 15, 20 Minuten werden da sehr entscheidend sein. Mhm. Ja, ich finde, wenn man den Schalker Kader mal so Position für Position durchgeht, so ein richtiger Bundesligaspieler ist da auch nicht wirklich bei, ne? Also vielleicht so mit ein paar Abstrichen im Tor. Da hast du ja, wenn Alexander Schwolo nicht gerade von Andi Menger trainiert wird, ist das ja ein normal durchschnittlich guter Bundesliga-Torwart. Dann suche ich jetzt schon lange nach einem Spieler, wo ich sagen würde, das ist ein Bundesligaspieler. Ja, also die haben hier mit Malik Thiau, das sind alles spannende Spieler für die Zukunft. Ja, aber einer, wo genau. Du jetzt sagen würdest, es ist schon so ein richtig gestandener Bundesligaspieler. Fällt mir nur Dani Latza ein. Ja. Der auf jeden Fall ein Spieler von uns kaputt treten wird. Er kann es wohl ausgehen. Und dafür nicht mehr Geld kriegen wird. Wahrscheinlich. Also ja, also ist tatsächlich. Ist tatsächlich ein Team, was funktionieren kann, was aber auch enorm in die Hose gehen kann. Weil also tatsächlich, mein letztes Spiel, was ich von Schalke gesehen habe, war letzte Saison am 31. Spieltag, wo sie 4-1 gegen Bremen zu Hause auf die Nase bekommen haben. Und die sind nicht mit dem Bremer Pressing zu klargekommen. Überhaupt gar nicht. Und die Bremer sind gnadenlos in jede Lücke gegangen und da waren Lücken. Scheunentore waren das. Und das ist vielleicht genau das. Du musst denen auf den Socken stehen, wie der Moritz sagt, denen richtig von der ersten Minute zeigen, so Leute, hier geht kein Millimeter Rasen an euch. Und dann kann das funktionieren, ja. Ja, ist ja ein Heimspiel, das heißt, du hast die Kulisse auf deiner Seite. Genau. Ja, und die Leute haben wieder Bock, glaube ich, auf Bundesliga-Fußball, nachdem sie ja jetzt lange Zeit keinen im Rhein-Energie-Stadion, im Müngersdorfer Stadion gab. Also, all die da sind, supporten. Es wäre gut, wenn das Spiel nicht direkt in die Hose geht, weil dann hast du halt eine Diskussion an der Backe. Wenn das Spiel verloren geht, vielleicht sogar irgendwie 2-0 oder so, dann kommen der ganze Boulevard wieder aus ihren Löchern. Dann werden da wieder, wie wir ja auch gerade schon mit angefangen haben, irgendwelche Führungsspieler-Diskussionen geführt. Dann wird da an der generellen Tauglichkeit des Kaders gezweifelt und so. Vielleicht werden Transfers gefordert, ich weiß es nicht. Also ich glaube, so fürs Gesamtgefühl ist es schon gut,
nicht jetzt mit einer Niederlage in die Saison zu starten. Auch damit da keine Parallelen zu 2017, ja. 18 entstehen. Das hoffe ich auch. Also das, ich glaube schon, dass Baumgart die Truppe jetzt nach der Niederlage heiß bekommen wird. Davon gehe ich aus. Ja, da habe ich bei ihm nie Zweifel dran. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wer war denn der erste Gegner 2017, 18? Weiß das jemand aus dem Kopf? HSV. Echt? Haben wir zu Hause gegen HSV verloren. An dem Tag war noch die Auslosung für die Euroleague und dann hat man Heimspiel und direkt rausgekommen. Stimmt. Freitag Vormittag, obwohl, oder war es dann der zweite Spieltag? Das weiß ich dann gar nicht. Weil der erste ist laut Kicker gegen Derby direkt gewesen, gegen Gladbach. 1-0 verloren. Okay, dann war der zweite Spieltag, erstes Heimspiel, HSV. Ich weiß noch, dass wir da aus der Südstadt dann direkt von der Auslosung quasi ins Stadion und dann 1-3 verloren, genau. Ja. Stimmt, Derby im ersten Spieltag, ey. Haben wir jetzt ja auch wieder, ne? Berlin-Derby, glaube ich, mich zu erinnern. Aber ja, gut. Was sagt ihr denn generell zum Bundesliga-Spielplan? Ich lese mal für alle interessierten Menschen hier unsere ersten paar Gegner vor, damit wir so ein bisschen einschätzen können, ja, wie uns die Macher des Spielplans gesonnen waren. Wir beginnen, wie gesagt, mit dem Heimspiel. Das ist immer schon ganz cool, wenn du im Heimspiel in die Saison starten darfst, gegen Schalke. So, und danach geht's dann schon mal super dankbar zu einem Auswärtsspiel nach Leipzig in die verbotene Stadt. Dann direkt wieder auswärts nach Frankfurt. Zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Wolfsburg. Zu Hause gegen Union, auswärts in Bochum. Ja, und bis dahin soll erstmal gut sein. Und dazwischen liegen ja auch noch die Playoff-Spiele für die UEFA Conference League. Ist das denn ein Spielplan, der uns wohlgesonnen ist? Ich finde, er ist verhältnismäßig ausgeglichen. Klar hast du da ein paar Klopper drin, Leipzig, aber du kannst auch in Frankfurt gewinnen, du kannst zu Hause gegen Stuttgart gewinnen, du kannst in Wolfsburg gewinnen, haben wir letztes Jahr auch getan, du kannst gegen Union werden wir nicht gewinnen, das ist Streichergebnis am sechsten Spieltag, und du kannst in Bochum gewinnen. Also du kannst auch bei allen baden gehen, aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie nach 7 Spielen 0 Punkte stehen. Ja, erinnert mich auch von dem Gesamtspielplan ein bisschen auch an die letzte Saison. Ne? Ja. Steht und fällt so ein bisschen mit den beiden ersten Heimspielen. Letzte Saison hast du, glaube ich, gegen Hertha und Bochum die ersten beiden Heimspiele gehabt. Jetzt hast du halt Schalke und Stuttgart. Das sind dann halt die Spiele, die du gewinnen musst. Und die haben wir letzte Saison gewonnen. Das hat uns dann tatsächlich so ein bisschen gezogen durch die Hinrunde, dass wir dann da waren. Haben dann auch ein starkes Spiel im dritten Heimspiel, glaube ich, gegen Leipzig gemacht. War wahrscheinlich das beste Spiel, eins der besten 2-3 in der ganzen Saison, das Leipzig-Spiel. Insofern, ja, du bist direkt wieder gefordert, klar, aber das bist du immer. Und mit einem Heimspiel gegen Schalke zu starten und dann Heimspiel gegen Stuttgart, viel besser kannst du es da nicht treffen. Klar, Leipzig-Frankfurt ist schwierig, aber das sind auch, gerade Frankfurt ist eine Mannschaft, die findet sich dann jetzt auch erst wieder, muss man erstmal abwarten. Die spielen, glaube ich, jetzt gerade im Pokal auch noch. Ja, ich bin 1-0. Man kann auf jeden Fall, also das ist alles drin, wenn man da ist. Ich sag's jetzt schon mal voraus, das wird ein heißer Herbst. Das werden dann wieder alle Boulevardblätter schreiben, wenn es soweit ist. Aber ihr könnt dann sagen, ihr habt es hier jetzt zuerst gehört. Im Herbst haben wir ein richtig, richtig knaller Programm. Jetzt habe ich gerade den Tab zugemacht, muss ich gerade wiederfinden. Heimspiel gegen Dortmund, ja. In Gladbach, zu Hause gegen Augsburg, in Mainz und gegen Hoffenheim. Alles im Oktober. Und dazwischen ja noch mindestens eins, vielleicht auch zwei von diesen Gruppenphasenspielen sollten wir sie erreichen, der UECL. Also, ja, da wird's warm werden. Dortmund, Gladbach, zwei richtige Klopper und dann halt wirklich so die drei unnötigsten Mannschaften der Bundesliga, Augsburg, Mainz, Hoffenheim. Ja, gegen die wir leider meistens immer nicht ganz gut aussehen, gerade in der jeweiligen Konstellation. Zum Glück ist es nicht in Hoffenheim, sondern halt in Müngersdorf. Ja. Ja, nee, aber ihr habt schon recht. Ist immer was drin. Klar, gegen den Aufsteiger zu starten, ist auf dem Papier erstmal dankbar. Wenn es jetzt Schalke ist und nicht Fürth oder Bielefeld, ist was anderes, klar. Aber trotz allem müssen die sich auch erstmal finden. Die müssen wissen auch nicht, wo sie stehen. Und da kann was gehen. Ja, und so
Pissmannschaften wie Wolfsburg habe ich immer ganz gerne im ersten Spieltag oder in den ersten 4 Spieltagen oder 5 Spieltagen, bevor die halt ihren Trainer rausschmeißen und dann das wieder ein bisschen besser läuft bei denen. Also bevor die sich so richtig gefunden haben. Bin ich gar nicht traurig drum. Ich würde hoffen, was ich aber nicht glaube, dass am Dienstag nach dem Spiel gegen Frankfurt deren erstes Champions-League-Spiel anstehen würde. Ich weiß es nicht. Aber wenn das so wäre, dann weißt du genau, dass ganz Frankfurt komplett angefixt drauf ist, dass sie da dagegen, was weiß ich, Fenerbahce oder so spielen dürfen. Und Köln einfach nur so nebenbei mitnehmen. Das wäre noch so eine kleine Hoffnung, die ich da hätte. Stuttgart ist auch so ein Kandidat für den ersten Trainerwechsel der Saison. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wer noch weggeht, wer noch kommt und so. Ob sie den Sosa verlieren, ob sie den Kalajdzic noch verlieren sollten. Muss man alles abwarten. Find's immer ganz schön, wenn die Mannschaft ein paar Rechnungen begleicht aus der vergangenen Saison und sich an dieses Spiel in Stuttgart erinnert. Ja, stecken Möglichkeiten und Gefahren drin. Aber ich finde, man sieht jetzt da, wo Fürth und Bielefeld weg sind, es gibt überhaupt kein Selbstläuferspiel mehr in der Bundesliga, wo du sagst, so, das gewinnst du. Wenn du es 10-mal spielst, gewinnst du es 7-mal. Gibt's überhaupt nicht mehr. Also jedes Spiel ist so ein, gefühlt so ein 50-50-Spiel oder halt 70-30, 80-20, wenn es gegen die größeren Mannschaften geht. Also ja, wird eine ganz, ganz anspruchsvolle Saison. Und ich denke, je besser wir da reinkommen, umso besser wird der ganze Laden laufen. Klar, vor allem, wenn du gegen Schalke gewinnst, hast du ja auch erstmal wieder ein Team, was hinter dir steht, was eben dann schwerer in die Saison gestartet ist. Und wie gesagt, bei Schalke, ich kann das noch nicht so ganz greifen. Das ist so ein bisschen... Wenn ich jetzt sage, das ist wie der VfL Bochum letzte Saison, ist es tatsächlich ein bisschen, wirklich ein bisschen so. Das sind so diese Teams, wo du weißt, die spielen ja nicht ohne Grund jetzt Bundesliga. Aber ob die es mit dem Kader so packen, ob da alles, ob die Zahnrädchen, die in der zweiten Liga noch gegriffen haben, in der ersten Liga genauso funktionieren, ob die noch irgendeinen Transfer tätigen, das weißt du ja alles nicht. Also, das ist tatsächlich, es wird eine spannende, wird wirklich eine spannende Saison im, das wird ein heißer Tanz. Also ich könnte jetzt nicht die Absteiger tippen. Ich auch nicht, keine Ahnung. In meiner Tippico-Tipprunde, nee, Quatsch, nicht Tippico, sondern Kick-Tipp-Tipprunde, soll ich den ersten Trainerwechsel der Saison tippen. Helft mir mal, wen soll ich da eintragen, welchen Verein? Ich hätte jetzt gesagt Leverkusen. Sind im Pokal raus, ne? Sind im Pokal raus, spielen jetzt gegen Dortmund. Ja. Und spielen danach gegen Augsburg und dann gegen Hoffenheim. Wäre schon also, geil, wenn Augsburg den Seoane rausschmeißt. Also, ich weiß nicht, wie fest der Seoane da tatsächlich drin sitzt. Also, wenn du im Pokal tatsächlich sehr krass rausfliegst, dann jetzt am ersten Spieltag richtig ein verplättet kriegst und dann gegen Augsburg und gegen Hoffenheim 2 Heimspiele verlierst, kann es ungemütlicher werden. Okay, ich nicht am Schirm. Ich würde vermuten, dass wir immer wieder dran sind mit entlassen. Nicht wir entlassen, sondern wir entlassen einen Trainer quasi. Und das wäre dann nach dem 4. Spieltag in Stuttgart, ist, glaube ich, nach der letzten Saison schon ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Dann spielen die, glaube ich, haben einen relativ schwierigen Start mit, ich glaube, Leipzig, Bremen, Freiburg und dann uns. Wenn die dann am 4. Spieltag bei uns verlieren und noch bei 0 oder 1 Punkt stehen, dann wird Herr Matarazzo gehen müssen. War auch mein Top-Kandidat. Die habe ich auch genommen unterm Strich dann. Man kann natürlich immer so Vereine wie Wolfsburg oder Hertha auch nehmen. Ne? Die sind ja einfach immer gut dafür, am 4. Spieltag schon nervös zu werden, ihren Trainer rauszuschmeißen. Irgendein Investor zahlt das dann. Ja, aber ich glaube, ich gehe da mit dem, was Moritz gesagt hat, tipp dann doch auf Stuttgart. Wobei ich es cool fände, wenn es Leverkusen wäre. Noch schöner, wenn es der Farke in Gladbach wäre, weil dann läuft es ja auch nicht. Ja, ich habe auch Gladbach so als die Mannschaft auf dem Zettel, die unten reinrutschen wird, wo es keiner erwartet, weil die ja schon eine beschissene letzte Saison gespielt haben und für ihre Möglichkeiten nur verkaufen und keinen richtig knaller Transfer gemacht haben und halt Max Eberl verloren haben, der da, glaube ich, ganz viel zusammengehalten hat. Also bin mal gespannt, ob hier Roland Wirkus und Daniel Farke das können. Ja, gespannt. Also tatsächlich spannend. Kann passieren, ja. Ja. So, jetzt haben wir gerade bei Schalke unser neues Segment fast vergessen.
Das habe ich, ja, ich habe schon auf, ich habe meine Fragen schon auf für 3 aus 3. Ja, genau. Also für die, die nicht wissen, worum es geht, willst du mal kurz erklären, Marco? Genau. Wir haben uns in dieser Saison was gedacht. Wir machen es diese Saison ein bisschen was anderes. Einfach damit es ein bisschen mal was Neues kommt in den Podcast. Jeder von uns hat in der nächsten Folge die Möglichkeit, über den Gegner 3 Fragen für den anderen vorzubereiten. Und unser Gast ist dann jeweils der Telefonjoker sozusagen. Also es sind 3 Fragen, 3 Antwortmöglichkeiten pro Frage und pro falscher Frage fließt 1 Euro in unsere Saisonspende. Genau, ich sage schon mal voraus, das werden jetzt 3 Euro Saisonspende werden, weil andere Vereine habe ich keine Ahnung von. Also eins musst du wissen. Druck wie bei Easy auf dem Elfmeter. Das ist aber Elfmeter ohne Tor. Ohne Tor, ja. Ohne Tor. Ja. Wir fangen mal mit der leichten Frage. Nee, nimm eine mittlere, ich will die leichter als zweites. Also die zweite hat, okay. Ja. Wie oft ist Schalke 04 in der Bundesliga abgestiegen? 3-mal? 4-mal? Oder 5-mal? Ich hätte sogar gesagt, es wären nur 2 gewesen, ehrlich gesagt. Also Bundesliga heißt ja seit 64 dann, ne? Seit 64, genau. Ja. Na gut, wenn ich nur 2 auf dem Schirm habe, dann werden es wahrscheinlich hoffentlich nur 3 sein. 5 käme mir absurd viel vor. Das wäre ja schon Köln-Größenordnung. Ja, Moritz, hast du eine Idee? Ich sag 3. Ich glaube, mit Köln-Größenordnung bist du gar nicht. Also ich glaube, in den 80ern waren die schon mindestens 2-mal. Ja, 3 oder 4. 5 glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist der 4. gewesen. Okay, dann nehmen wir die goldene Mitte. Ich nehme die 4. Du kannst deinem Telefonjoker aber mal jetzt die Hand küssen. Das ist nämlich richtig. 4-mal. 81, 83, 88 und 2021. Krass. Sehr gut, Moritz. Herzlichen Glückwunsch zu der richtigen Beantwortung dieser Frage. Ich wäre bei 3 hängen geblieben. Ja. Schade. Weißt du, einmal wurden sie ja von Jörg Berger am letzten Spieltag noch gerettet. Das weiß ich noch. Ja. Das war, glaube ich, 90er. Ne? Ja, ich glaube 93 oder 94 oder ja. So, muss das gewesen sein. Ja, jetzt kommt tatsächlich eine Frage, also das wirst du beantworten können. Wie ist der offizielle Stadionname? Arena auf Schalke, Parkstadion oder Veltins Arena? Das ist so eine Frage, da kann ich nur verlieren. Ich hätte intuitiv, bevor du die Antworten vorgelesen hast, gesagt Veltins Arena, weil Marketing ist alles. Ich weiß nur nicht, ob die irgendwann halt die Rechte zurückgegeben haben an Schalke, dass wir da Arena auf Schalke nennen. So wie beim HSV quasi, ne, wo ja auch dann das Ding wieder Parkstadion heißen darf, trotz Sponsorverträgen und so. Ich würde jetzt gefühlt Veltins Arena sagen. Das ist auch richtig, ja. Ja. Ich hätte sehr gut. Bei Ernst Kuzorra, seine Frau, ihr Stadion, wäre ich genau. Da wäre ich ins Banken gekommen, aber ansonsten. Legendärer Spruch. Johannes Rau hat es gesagt, ne? Ich glaube, ja. Ja, der Vorschlag war, man könnte doch Fußballstadien auch mal nach Frauen benennen. Und dann meinte Johannes Rau mit seiner Wuppertaler Zunge, wie soll das denn dann heißen? Ernst Kutschora, seine Frau, ihr Stadion oder was? Ja, wäre tatsächlich, finde ich gut. Ja, also ich wäre dafür, in der, weiß ich nicht, Indira Gandhi Arena zu spielen oder so. Ja. Janka-Ügner-Dom oder so. Janka-Ügner-Dom ist auch gut. Kampfbahn. Janka-Ügner-Kampfbahn. Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Die hätte ich nicht beantworten können. Wer ist denn der Rekordspieler nach Einsätzen für Schalke 04? Olaf Thon, Marc Wilmots oder Klaus Fichtel? Ich traue dir nicht zu, Klaus Fichtel zu kennen. Andererseits, vielleicht ist es einfach nur ein Random-Name. Ja, oder der zweite auf der Liste oder so, dass einfach die ersten 3 der Liste da eingetragen ist. Ich habe nicht die ersten 3 der Liste genommen. Das kann ich dir sagen. Es kann halt durchaus sein, dass das sogar so ein Wilmots war, weil die wahrscheinlich einfach in der Zeit mehr Spiele hatten, als so Klaus Fichtel-Zeiten, der so vom Namen her wahrscheinlich in den 60ern irgendwann gespielt hat. Wenn du dann Eurofighter bist und dann ins Finale kommst, im Pokal immer recht weit gekommen bist, kann das sein, dass es Marc Wilmots ist.
Also mein Gefühl würde Mark Wilmot sagen. Moritz, hast du noch eine Gegenrede für mich? Ich hätte komplett aus dem Bauch heraus, hätte ich was ganz anderes gesagt, hätte ich, glaube ich, Ingo Anderbrügge reingeschmissen oder so, aber ja, ich habe auch keinerlei Vermutung. Klaus Fichtel ist auch deutlich vor meiner Zeit, insofern. Mach du mal. Ich nehme da mal Mark Wilmots. Das ist leider falsch, das ist Klaus Fichtel. Tatsächlich. Wann hat denn der gespielt? Irgendwie in den 80ern, 81 bis, ich glaube, 90 oder sowas. Das heißt, der hat die ganzen Abstiege mitgemacht. Ja, ja, genau. Okay, Klaus, das ist bestimmt so ein Durchhit für Klaus Fichtel. Klaus Tanne Fichtel. Okay. Dann also einer, der anscheinend auch in die zweite Liga mitgegangen ist, zweimal oder dreimal. Ja, ja, genau. Der also Jonas Hector. Also hat er tatsächlich auch sogar Nationalmannschaftsspiele bestritten, was ich habe ich noch nie, habe ich tatsächlich defensiv, also ein Verteidiger gewesen, habe ich in meinem Leben. Na doch, der hat irgendein Turnier hat er auch mitgespielt. Liest mir ja dann irgendwann als Kind mal so die ganzen Aufstellungen durch. Aber ich hätte nicht mal gewusst, dass der bei Schalke gespielt hat, insofern. Ja. Also, nee, also von ja. Also hat tatsächlich relativ lange auf Schalke gespielt, nämlich von 66 bis 80 und dann nachher von 84 bis, bis 88, also tatsächlich zweimal für Schalke. Krass, da muss ja schon gut alt gewesen sein am Ende. Ja, ja. Also tatsächlich kommt aus Kastrop-Rauxel. Dem schönen Kastrop-Rauxel ist dann von seinem Jugendverein zu Schalke gewechselt, dann in der Saison 80-81 zu Werder Bremen und dann von Werder Bremen wieder zurück zu Schalke und dort in den Ruhestand gegangen. Das heißt, meine Vermutung, dass du Klaus Fichtel nicht von alleine erfinden würdest, war sogar gar nicht mal falsch. Das ist richtig. Ich würde gerne ein bisschen viel höher jetzt zu Hause sitzen und in die Tischkante beißen, weil wir Klaus Fichtel nicht kennen. Ja, wir Jungspunde, ja. Wahrscheinlich. Aber tatsächlich, bei Mark Wilmots, ich hätte auch gedacht, dass der deutlich mehr Spiele hat. Du kannst ja mal tippen, wie viele Spiele Mark Wilmots gemacht hat. Boah. Wie viel hat denn der Fichtel? 549 in der Bundesliga. Okay, ja gut, da wird er nicht in die Nähe von kommen, der Wilmots. Mark Wilmots ist, ich wüsste, wie lange der da gewesen ist, ne? Boah, ich sag mal so was um die 150. 300 irgendwas. 104. Hm. Aber nur Bundesliga oder auch hier so Pokale und UEFA Cup und so? Also Bundesligaspiele. Okay. Also kommt aber trotzdem mit UEFA-Pokal, das sind 36 Spiele dazu. Das ist nicht sonderlich viel mehr. Olaf Thon hingegen hat 383 Spiele. Für ja gut, ja. Der Professor. So sieht's aus. Aber tatsächlich, also bei Mark Wilmots, also Olaf Thon hatte ich schon wegen dem Professor schon auf meiner Liste. Und ich habe tatsächlich zwischen Ingo Anderbrügge, Mark Wilmots und Yves Eigenrauch, konnte ich mich nicht entscheiden, wen ich da als Dritten nehme. Ja, nicht schlecht. Also 1 Euro kommt dann von mir in die Saisonwette, weil ich den Herrn Fichtel nicht kannte. Ja. Genau. Kurzer Regiehinweis, nächste Woche müssten wir dann Fragen zu Raba Leipzig stellen. Machen wir natürlich nicht, weil ich habe keine Lust, mich in diesen Verein da, also Verein in Anführungsstrichen, reinzulesen und über die da über Gebühr reden zu müssen. Und überhaupt, wer ist der Rekordspieler in der Bundesliga? Das ist wahrscheinlich Lukas Klostermann mit 64 Spielen oder sowas. Nee, machen wir nicht. Also nächste Woche machen wir stattdessen einmal außerplanmäßig Fragen zu den Neuzugängen des ersten FC Köln. Das heißt, ja. Marco, du musst dich nicht auf Red Bull vorbereiten, sondern muss dir nur unsere Transferpolitik aus dieser Saison anschauen. Ja, ich wird auch nicht einfacher werden. Ist, glaube nee. Ich, die Möglichkeit, sich zu blamieren, ist ungleich höher. Ja, hängt davon ab, wie nett ich bin mit meinen Fragen, ne? Ja. Welche Schuhgröße hat Steffen Tigges? Sowas kommt dann. Ja. Sowas kommt dann, genau. A, 44, B, 44,5 oder C, 45. Ja. Naja, gut. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich komme aber gerade nicht drauf. Irgendwer ist nämlich schwanger von unseren Spielerfrauen. Ich habe vergessen, wer. Verdammt. Das wäre dieses Trivia-Segment gewesen, wo ich gerade von Stickes Schuhgröße geredet habe. Oh. Nee, stimmt gar nicht. Ich weiß, wer es ist, aber gar keiner unserer Spieler, sondern nur ein, ja, also gefühlt schon ein Spieler vom FC, aber nicht aktuell in Dienst des ersten FC Köln. Christian Clemens, herzlichen Glückwunsch. Ach so, spielt der nicht auch bei irgendeinem polnischen Verein? Ja, genau.
Hätten wir auch beinahe drauf treffen können, aber sind ausgeschieden, ne, gegen Rapid Wien. Ja, was für eine wunderbare Überleitung, Moritz. Du verdienst dir hier immer mehr dein Wiederkommen sozusagen, wer so tolle Überleitungen baut. Wir reden jetzt über die UEFA Europa Conference League, respektive die Auslosung. Jetzt haben wir hier folgende Besonderheit, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das wahrscheinlich erst hören werdet, wenn die Auslosung schon gewesen ist oder ihr arbeitet nachts oder habt einen sehr schlechten Schlaf und hört uns dann nachts, weil diese Folge wird irgendwann Montagnacht erscheinen und dann habt ihr noch ein paar Arbeitsstunden vor euch, bevor ihr die Folge hören könnt. Heißt also, ihr wisst wahrscheinlich schon, wen wir bekommen haben, also respektive aus welcher Paarung der Sieger hervorgeht, aber wir wissen es noch nicht. Wir nehmen Montagabend auf und sind noch im Bereich des Spekulatius. Aber unter anderem auch deshalb haben wir den Moritz natürlich eingeladen, weil ich habe ihn ja schon angekündigt als der Mann, der wahrscheinlich auf diesem Planeten am zweitmeisten Ahnung hat von der Conference League, von dem Modus. Vielleicht sogar mehr als Alexander Čeferin persönlich. Das haben wir auch mal in München so als Scherz gesagt, jetzt auf der Auswärtsfahrt. Angenommen, man würde jetzt Alexander Čeferin entführen, dem sagen, hier Digga, ohne Recherche, erklär uns mal den Modus der UEFA Conference League. Meint ihr, der wird das hinkriegen? Auf gar keinen Fall. Nee. Das sehe ich auch nicht. Also das ist tatsächlich auch, also ich ganz ehrlich, ne, ich bin ja unfassbar froh, dass Moritz und Khaled da diese Vorarbeit leisten, weil so langsam steige ich da durch. Und jetzt stelle ich mir immer vor, so, stell mal vor, du bist jetzt Fan von, keine Ahnung was, Hoffenheim, die ja jetzt tatsächlich eine, glaube ich, durchaus kleinere Fanbase haben. Du musst ja auch erstmal Leute haben, die sich das reinbolzen, diesen ganzen Modus Quatsch und Auslosung, und der ist dann mit in dem Topf und spielt dann gegen den, und er denkt sich so, yo. Also wer sich das ausgedacht hat, das ist tatsächlich schon nicht schlecht. Das hat doch 100% unsere Berateragentur sich ausgedacht. Wahrscheinlich Millionen und Millionen Euro damit geschäffelt, mit diesem Modus da zu erfinden. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, hier ist das Dokument, wir sind jetzt weg, und sind ganz schnell abgehauen. Wahrscheinlich. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das einfach nur eine Excel-Liste ist, die schreibgeschützt ist. Und jedes Jahr muss der Beratervertrag für diese Agentur wieder erneuert werden, weil ansonsten die sagen, ja, also die Liste, die machen wir jetzt mal zu. Guckt mal, wie ihr eure Auslosung macht. Ja, aber deswegen haben wir ja Moritz da, weil der hat mehr Plan als Alexander Čeferin. Wie kommt man dazu, so viel Plan zu haben, Moritz? Ist das Interesse bei dir oder bist du irgendwie beruflich involviert oder so? Nee, einerseits natürlich Interesse, aber das Interesse haben, glaube ich, hätten schon noch mehr Leute gehabt. Ich hatte tatsächlich im Juni den großen Vorteil, einen Monat Elternzeit zu haben, sodass ich mir dann in den Schlafensphasen unserer kleinen Tochter tatsächlich dann auch mal ausgiebiger mit dieser ganzen Geschichte befassen konnte und dann auch sehr schnell feststellen musste, dass man gar nicht so weit kommt im ersten Schritt, und bin dann irgendwann auch, ich weiß gar nicht, schon über Khaled oder mit Khaled zusammen, Khaled kannte ihn schon, auf so eine Seite von so einem niederländischen Blogger gekommen, Bert Cassis heißt der, und der hat diese ganze Prozedere mit allen Koeffizienten hoch und runter total perfektioniert auf seinem Blog dann dargestellt. Aber perfektioniert heißt in dem Fall auch natürlich sehr kompliziert. Das heißt, auch da musste man erstmal durchsteigen. Mit diesen Vorqualifikationen habe ich gerade schon wieder gemerkt, dass du im Seminar von Khaled nicht so aufgepasst hast, als du meintest, dass Frankfurt ja sein erstes Spiel dann gegen Fenerbahce Istanbul haben könnte. Die sind ja schon ausgeschieden gegen Dynamo Kiew. Die sind jetzt nicht mehr in der Champions League, sondern nur noch in der Euroleague-Quali. Und wenn sie die auch noch verkacken jetzt in den nächsten zwei Wochen, dann kämen die ja sogar noch in die Conference League und könnten also auch unser Gegner werden. Oh Gott, bitte petz das nicht dem Khaled, der lässt mich durchfallen. Ich soll euch so ohnehin schöne Grüße bestellen. Der hat schon zu mir gesagt, ich muss sowieso das Jahr nochmal wiederholen. Ich konnte die Frage nicht beantworten, wann die Spieldaten ausgegeben werden. Habe ich natürlich auch schon wieder falsch beantwortet. Nee, und ganz am Ende war es dann halt so, als ich das dann mal ein bisschen verstanden hatte, habe ich gedacht, okay, das bietet sich ja dann, das Ganze dann auf Twitter zu teilen, weil, wie du auch schon sagtest, das
da sind ja schon mehrere Leute daran interessiert und ja, insofern ist das dann gekommen, dass ich dann da diese ganze Gesetzt-Nicht-Gesetzt-Chose so ein bisschen unterstützt habe. Den Hauptteil hat ja Khaled da in dem Gesamtstrang gemacht, aber dass ich da ein bisschen beigeliefert habe, was die Setzlisten angeht und jetzt auch so die möglichen Gegner. Genau. Okay, also ich versuche das mal jetzt, um hier noch meinen letzten Platz hier im Seminar zu sichern, zusammenzufassen. Es gab bis heute Morgen einen relativ großen Topf an Gegnern, aus dem unser Gegner hätte sich ergeben können, also Partien, wo der Gewinner dann unser Gegner hätte sein können. Jetzt hat aber heute Morgen die UEFA dann so eine Art Einteilung gemacht, also die Gesamtmenge aller potenziellen Teilnehmer dieser dritten Quali-Runde wurde aufgeteilt, wahrscheinlich unter regionalen, geopolitischen und sonst wie Kriterien, auch ein bisschen willkürlich wahrscheinlich. Und jetzt kann es nur noch eine der Mannschaften sein, die aus folgenden vier Partien hervorgeht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich jeden Namen oder jeden zweiten Namen falsch aussprechen. Das möchten mir bitte Bulgaren und Slowenen unserer Hörerschaft nachsehen. Also, es kann sein, entweder der FC Lugano aus der Schweiz oder Hapoel Be'er Sheva aus Israel, je nachdem, wer davon halt sein Duell gewinnt gegeneinander. Es kann aber auch sein, der Feherva FC aus Ungarn oder der FC Pedro Kupinchesti aus Moldawien. Moldawien, genau. Es kann auch sein, der FC Spartak Trnava aus der Slowakei, hoffe ich mal. Oder Rakow Częstochowa aus Polen. Oder der PFC Levski Sofia aus Bulgarien, respektive die Hamrunsch Spartans FC aus Malta. So, es wird leider morgen nicht so sein, dass ein Los gezogen wird, wo drauf steht erster FC Köln. Das war ja das Tolle, als wir da gegen Arsenal gelost worden sind, ne, dass man halt so ein schönes Meme machen konnte. Nee, es werden Zahlen gezogen. Und falls ihr es jetzt vor der Losung hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für euch folgende Nummer vollkommen relevant. Die Nummer 4. Der erste FC Köln ist die Nummer 4. Also wenn auf dem Los 4 steht, dann sind wir das. Und unser Gegner ist die Zahl 5 bis 8. Damit wird dann quasi die Partie ausgelost. Und wer diese Partie gewinnt, der ist dann unser Gegner. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ich glaube ja. Ne? Absolut. Also, so habe ich das bei Khaled auch verstanden, ja. Also ich hab nur nicht verstanden, wie, also ob die Partien 5 bis 8 sind da auch schon Gegner für vorgesehen. Was? Also die 5 bis 8 sind ja die vier Partien, die gegeneinander spielen. Steht genau. Die auch schon fest, was 5, 6, 7 und 8 ist? Ja, klar. Die kriegen dann los 1, 2 und 3. Ich kann es dir sogar sagen. 5 ist der FC Lugano gegen Hapoel. 6 ist der Ungar gegen den Moldawier. 7 ist Spartak Trnava gegen den Polen und 8 ist Sofia gegen den Malteser. Okay. Habe ich dir aber auch in die WhatsApp-Gruppe geschickt, musst du eigentlich nur lesen. Ach so, welche? Ist der Screenshot, ja, der unsere Selbsthilfegruppe. Ach so, okay, ja. Ja, okay. Ja. Also diese Einteilung, so ganz verstehe ich sie nicht. Also ich habe auch im Vorfeld, letztes Jahr war es glaube ich auch so, dass angekündigt wurde, es wird nach Nord, Mitte, Süd eingeteilt. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt, warum auch immer, irgendwie in der Südgruppe gelandet sind. Alles, was wirklich bei uns in der Nähe ist, ist zum Glück, jetzt sage ich jetzt mal von der Spielstärke her, nicht bei uns in der Auslosung. Also würde ich jetzt mal sagen, also Antwerpen, Anderlecht, Twente sind alle nicht bei uns, Nizza. Da können wir, glaube ich, das ist schon mal gut. Also einfach aus der sportlichen Sicht. Ja, was ich nicht verstehe ist, warum schreiben sie da nicht die Namen der Vereine drauf? Also wir stehen ja schon fest. Na, da kannst du also da auch mal Köln draufdrücken, brocken. Ich glaube, weil ja nicht jede Gruppe gelost wird. Also du lost einmal, also es wird ja nicht jeder Topf neu gelost. So wie ich das verstanden habe, wird einmal gelost, ich sag jetzt mal vorsichtig, die 1 spielt gegen 6. Das betrifft dann alle Gruppen. Ja, das ist es. Ach, in jeder Gruppe spielt immer 1 gegen 6? Genau, immer 1 gegen 6, immer 2 gegen 8. Okay, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Deshalb ist die Auslosung ja auch so relativ schnell vorbei. Ah, verstehe. Die losen im Prinzip nur 4 Partien. Ja. Also vier wahrscheinlich 5, weil es gibt ja ein paar Gruppen, wo 10. Okay. 1 bis 10. Ne, genau, geschenkt. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob. Also ich glaube, dass
das zählt dann nur für diese Gruppe und also wenn da eine 5 oder eine 10 drin vorkommt, zählt das nur für die Gruppen, wo respektive, also wo 10 Teams drin sind. Okay. Du hast ja entweder 8 oder 10. Ja. Also, ja. Also die gesetzten plus dann die 4 Gegner, die sich jetzt in der dritten Runde durchsetzen. Und also das heißt, wenn die jetzt, ich sag jetzt mal, in der grundsätzlich bei dieser Auslosung die 4 gelost wird, die 4 trifft auf die 6, spielt immer 4 gegen 6. Wenn aber zum Beispiel 4 gegen 10 gelost wird, betrifft das nur die Gruppen mit 10 Teams und dann wird nochmal neu gelost, was wie das in den anderen Gruppen aussieht. Verstehe. Und dann wird ja nochmal gelost, wer das Heimrecht und wer das Auswärtsspiel zuerst hat, ne? Ich glaube, genau. Die beiden kommen nochmal, genau, kommen noch mal in einen Topf und werden dann genau für alle nochmal gelost, genau. Heißt aber auch für alle Reisewütigen, man wird erst 7 Tage vorher erfahren, was das Reiseziel ist. Genau. Und die müssen ja dann noch ihre dritte Quali-Runde spielen, die anderen, unsere Gegner. Und erst dann steht fest, ob es jetzt, keine Ahnung, Sofia oder Malta werden wird. So sieht's aus. Ja, zumindest kannst du vielleicht nach dem Hinspiel erkennen, wer es vielleicht nicht wird oder wer es wird. Eventuell, weiß nicht, ja. Weiß nicht, ob ich auf der Grundlage dann trotzdem ein Hotelzimmer schon buchen würde und einen Flug. Also ich glaube, du hast da gerade das richtige Spiel rausgenommen. Ich glaube, für Sofia gibt es gar keine Wettquote, weil Sofia so ein großer Favorit ist. Also ich glaube, wenn das gelost wird, kannst du Sofia auf jeden Fall schon mal eintüten. Ja, wobei ich habe auch schon Schweine fliegen sehen, ne? Und aber ich würde jetzt nicht buchen, bevor es nicht rechnerisch feststeht. Also hier Rakow, Schestochowa, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die gegen Astana gewinnen. Deutlich. Ja. So ja. Deutlich nicht. Auf meiner Liste der zu erwartenden Favoritenstürze war es aber drauf. Ja, aber ich ne, also ganz ehrlich, ich kenne von den ganzen Teams 3. Ferencváros Budapest ist doch hier der Club, wo Matthäus mal Trainer war, ne? Aus Ungarn. Das ist aber nicht Ferencváros, oder? Das ist gar nicht Ferencváros, nee, das ist Fehervár, das ist. Ach so. Also ich, nur Matthäus war doch in Budapest selber Trainer. Genau. Oh, ich habe gedacht, das ist. Oh. Ja, gut. Ich kenne von den ganzen Clubs nur noch 2. Hapoel Beersheva. Gut, FC Lugano habe ich schon mal gehört, aber tatsächlich noch nie wahrgenommen. Und Levski Sofia. Das sind die einzigen, die ich überhaupt jemals schon mal gehört habe. Ja, bevor ich mich jetzt mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt habe, ging es mir genauso. Hier in Ferencváros, dem anderen, den du gerade meintest, war ja auch Peter Stöger vorher Trainer. Ja, genau. Das wäre natürlich die Pointe gewesen, wenn wir jetzt genau gegen den gespielt hätten. Ist der nicht da überhaupt schon? Die sind, glaube ich, noch in der Champions League Quali. Ja, vor allen Dingen ist er gar nicht mehr im Amt, oder? Nee, ich glaube nicht. Da ist jetzt hier, das habe ich letztens gelesen, hier dieser russische Torwart ist da jetzt Trainer, ganz Bekannte. Ja, komm nicht drauf. Kann ich jetzt gerade auf die Schnelle auch nicht herausfinden. Stanislav Tchaikovsky. Ah! Krass. Okay, ja, krass, kenne ich. Also, okay. Schon mal gehört, ja. Ja, aber, also, ja, also, wie gesagt, ich würde gern Malta nehmen. Wobei du weißt, dass wir wahrscheinlich dann, also schon mal nicht in deren Stadion spielen. Das da passen nämlich nur 1900 Leute rein. Und davon dann 5% Auswärtskontingent, ne, wäre ein bisschen wenig. Das Nationalstadion hat, wie viel passen da rein? 3000 oder so? Oder 30.000? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube 15, 16. Ja. Habe ich auch schon mal gegoogelt. Ja, ist auch noch ein bisschen wenig, ne? Also wenn die es werden, sollen sie bitte lieber damit rechnen, dass da 15.000 FCer kommen und sollen bitte ausweichen irgendwo nach 15.000 nach Malta. Sollen bitte irgendwo nach Italien ausweichen oder so, damit wir da hinkommen können. Aber das ist tatsächlich eine Frage. Glaubst du tatsächlich, dass aufgrund der zeitlichen kurzen Dauer tatsächlich so viele FC-Fans dahin fahren? Wir sind Jeck. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Verein sogar so einen Fanflieger da noch schnell zusammenkarrt irgendwie. Also glaube ich, massiv von der Destination ab. Ne? Also ich glaube, nach Lugano würden schon extrem viele fahren. Das geht noch. Du kannst ja aufs Auto setzen und losfahren zur Not. Das, ja, genau.
Da muss nicht groß irgendwas vorbereiten. Wobei die wahrscheinlich auch nicht in Lugano spielen, aber das steht noch gar nicht fest. Das ist halt bei der Auslosung dann auch. Ne? Wir wissen ja, wie wir das damals bei der Euroleague gemacht haben. Arsenal, das war dann innerhalb von 5 Minuten waren alle Flieger ausgebucht und Hotels. Ja. Das kann man halt in Lugano nicht machen. Ne? Die spielen jetzt, glaube ich, ihr letztes Quali-Spiel noch vor der Playoffs halt auch nochmal in ihrem Stadion, das aber eigentlich sehr, sehr klein ist. Als sie das letzte Mal Euroleague gespielt haben vor 3 Jahren, sind sie ausgewichen nach St. Gallen, was 230 Kilometer oder so von Lugano entfernt ist. Also macht auch, ob sie das wieder machen, steht auch in den Sternen. Insofern müssen wir dann da auch nochmal abwarten, ob da was verlegt wird oder nicht, und kann halt im Zweifelsfall, selbst wenn man das Hinspiel abwartet, auch noch nicht buchen. Ja, absolut richtig. Einzig Witzige finde ich ja für diejenigen, die mit dem Flugzeug nach Lugano fliegen wollten, habe ich vorhin auch schon getwittert, den Witz. Es gibt ja keinen Direktflug Köln-Lugano. Und was ist natürlich der nächstgelegene Flughafen, wo man dann hinfliegen müsste, mal ein Europapokalspiel Milano. In Köln zu sehen? Natürlich ist es Milano, richtig. Und dann fliegen wir nach Mailand, um den FC Köln zu sehen. Also eigentlich muss es allein deshalb Lugano werden. Ja, ich hätte Lugano auch wieder ganz woanders hingesetzt in die Schweiz. Ja, italienische Schweiz, da wird auch gar nicht mehr Französisch oder Deutsch gesprochen. Also das ist ja gerade mal 80 Kilometer von Mailand weg. Ich glaube sogar weniger, 40 oder 45 oder so. 80, ich habe es jetzt bei Google Maps gerade angegeben. Okay. Also mit dem Auto fährt man eine Stunde vom Flughafen. Ja, genau, eine Stunde. Ist auf jeden Fall näher als Basel oder Zürich vom Autofahren. Ja. Genau. Aber Zugfahrt dauert auch nur 7 Stunden. Haben wir auch easy. Der Kölsch-Lenny, der Lenny du Nord, der ja auch schon hier zu Gast war, hat schon gesagt, er wird alle Zugverbindungen twittern, egal wer es dann wird hat, für die beiden möglichen Gegner. Dann kann man da klimaneutral mit dem Zug hinreisen. Nach Israel, das wird spannend. Genau. Nach Malta wird auch schwer mit dem Zug, aber wird man dann alles sehen. Aber also tatsächlich Lugano mit dem Auto 8 Stunden und 1 Minute. Ja, Gott, haben wir schon Verrückteres gemacht, würde ich sagen. Also ich wollte gerade sagen, also das ja, easy. Ich komme dann nach Hattingen, ne? Du nimmst mich dann von der Arbeit mit dem Auto. Ja, ja, ich habe ein Problem an der ganzen Sache. Ich muss freitags morgens um 8 wieder vor Kindern stehen. Keiner sagt, wie du vor den Kindern stehst. Das ist korrekt, ich muss nur körperlich anwesend sein. Aber das wird ja schon schwer genug, wenn das Spiel um 9 Uhr abends sein sollte. Sportlich auf jeden Fall, ja. Ja, wobei auch da hat Khaled gepostet oder geschrieben auf Twitter, getwittert, meine Güte, dass die Anschlusszeiten total variieren können. Letztes Jahr gab es da wohl ganz verrückte Zeiten von 15 Uhr bis spät abends irgendwie. Wobei die Standardzeit waren Abendspiele, klar. Aber auch das kommt erst kurzfristig. Also man weiß auch zum Beispiel nicht, ob ein Zug jetzt reicht, der vielleicht erst um 15 Uhr in Mailand wäre, ein Flug, der um 15 Uhr in Mailand wäre. Selbst das kann dann potenziell nicht reichen. Also die UEFA macht es reisewütigen Groundhoppern ein bisschen schwer. Ist das vielleicht auch Absicht? Also wollen die vielleicht auch nicht, dass die Fans vom FC oder von Levski, Sofia oder von, was weiß ich, Belgrad oder so durch die Gegend jetten? Ich glaube einfach, das ist wahrscheinlich gar nicht anders handelbar, weil ich meine, wie willst du es sonst machen? Du könntest ja maximal sonst vorher eine Auslosung machen, die du machst, bevor die erste Runde startet, und dann ist das der Gewinner aus Partie 7 und 19 gegen den Gewinner aus der Partie 17 und 24, und davon der Gewinner ist dann die Partie X. Boah, da blickt ja dann auch keiner mehr durch. Naja, du musst ja erstmal diesen Wettbewerb nicht mit 140 Teams durchführen, ne? Das wäre vielleicht schon mal eine erste Maßnahme, dass du nicht 4 Quali-Runden hast. Ja, aber ich sag mal so, der Wettbewerb ist ja durchaus auch dafür gegründet worden, dass diese ganzen, ich sag jetzt mal vorsichtig, kleinen Nationen wie Malta, Moldawien, der erste FC Köln, ja gut, aber na, also dass die überhaupt an so einem Wettbewerb teilnehmen können. Wenn du sagst, es sind nur, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Teams nachher in der Gruppenphase spielen, 64, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Wenn du sagst, es findet nur eine Quali-Runde statt, dann hast du natürlich auch viel weniger Teams, die mitmachen. Das heißt, viel weniger Länder nehmen teil. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die UEFA ja haben will. Die will ja möglichst breit ihre Vermarktung haben. Und das kriegst du natürlich nur, indem du sie breit streust. Klar, die wollen halt vor allem die Stimmen der Landesverbände.
Genau. Die wollen die Stimme von Moldawien und so haben, wenn es um die Wiederwahl von Tschechien geht. Und da muss man denen ja irgendwie so ein Zuckerstückchen hinwerfen. Ja. Und das ist ja dieser Wettbewerb. An die Fans denkt da aber keiner. Also, natürlich nicht. Ist dem scheißegal, ob du da jetzt hinkommst oder nicht. Ich glaube, das juckt die doch auch nicht. Also, Nein. Ich glaube nicht, dass die UEFA einen überhaupt sich interessiert, wie viele Fans denn vom FC jetzt nach wo auch immer hinreisen. Nein, also vielleicht nehmen sie die Bilder gerne mit, wenn wir da friedlich durch irgendeine Stadt marschieren mit 15.000 Leuten, klar. Aber die wollen schon allein keine Pyro in den Stadien. Die sind, glaube ich, gar nicht ganz so traurig, wenn da viele Hürden im Weg sind, bevor man da hinreisen kann. Kann sein, ja. Ja. Also wie gesagt, ich bin echt gespannt. Also wird morgen eine spannende Auslosung sein und dann werden wir mal sehen, auf wen wir treffen. Also ich meine, gibt es denn tatsächlich in den Auslosungen Favoriten? Moritz, kannst du da sagen, wer da rein theoretisch ein Favorit ist in den vier Partien? Ja, also wie gesagt, Levski ist so weit Favorit, dass nicht mal eine Quote angeboten wird. Und ansonsten ist, glaube ich, also Fejava und Čestechová sind, glaube ich, die beiden Favoriten. Und Lugano und Beersheba ist nicht ganz so klar. Das ist, glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Ja. Okay. Man kann sich aber die Wettquoten angucken. Spartak Trnava gegen Rakov. Da hat Rakov, obwohl es auswärts ist, eine 2,15 und Spartak nur eine 3,5. Also die Auswärtsmannschaft hat eine 1,0 beste Quote. Das spricht ja dann doch für einen Favoritenstatus. So, wen haben wir denn noch? Lugano. Ich mache Lugano, weil kommt das nächste in der Liste. 1,9 auf Heimsieg, 3,6 Auswärtssieg, das HPL da gewinnt. So, hier dein Lieblings-Ungar-Club, wer her war, 1,32 gegen 8,5. Also das ist schon sehr deutlich, würde ich behaupten. Okay. Und die anderen finde ich jetzt auf Anhieb nicht, weil natürlich bei Tipico nicht nach Gruppengegner des ersten FC Köln zu filtern ist. Ja. Wie gesagt, Levski wurde auch bei vielen nicht angeboten, wohl. Habe ich heute irgendwo bei Twitter schon gelesen, insofern, weil das irgendwie bei 1,01 wäre oder sowas. Na, ich finde es auch nicht. Außer die spielen vielleicht Mittwoch? Nee, auch nicht. Nö, sind hier gar nicht die Liste. Also ist Levski auch der zu schwersten zu erwartende Gegner? So oder? Tief bin ich da tatsächlich auch nicht drin. Wie gesagt, habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, ich würde vermuten, Levski, Lugano und Beersheba dürften Gegner sein, die jetzt nicht im Vorbeigehen zu schlagen sind. Und Čestechová kann ich nicht einschätzen. Die haben halt eine gute letzte Runde gespielt, aber das sind auch Ligen, die ich jetzt nicht so verfolge, außer vielleicht mal die Schweiz, aber auch den FC Lugano da nicht so intensiv dann am Ende des Tages. Ne? Ja, vor allem darf man ja auch nicht vergessen, da kommt ja auch eine gewisse Stimmung auf dich zu, wenn du auswärts im Balkan, im Ostblock irgendwo spielen musst. Das ist ja auch eine Stimmung, die musst du als ein Team, was jetzt nicht die ganz große Europa-Erfahrung hat, wie ja unsere Mannschaft, auch erstmal kompensieren können. Also ich vermute einfach mal, ohne jetzt das genau zu wissen, aber in Lugano wirst du bestimmt auf ein etwas anderes Publikum treffen als bei Levski Sofia. Und da musst du dich als Mannschaft auch, glaube ich, gegen so und so 4.000 wütende Heimfans anspielen quasi. Und das kann ja auch nochmal ein Kicker sein, der da mit reinspielt. Einer aus unserem Fanclub hat heute auch direkt Kontakt aufgenommen zu Bekannten oder Verwandten in Sofia. Und da kam dann auch so ein bisschen raus, so wenn Levski gegen ZSK spielt, da ist wohl, ich weiß nicht, ob ihr damals in Belgrad wart, aber ist wohl Roter Stern gegen Partizan noch ein Kinderspiel gegen. Insofern sollte man da auch nicht die Erwartung haben, dass man da mit 4.000, 5.000 fröhlich feiernden Kölnern in die Stadt einfallen kann oder sowas. Mhm. Das wird eher so ein Fall von Hide Your Colors, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja. Also das kommt alles mit hinzu, ne? Deswegen glaube ich unterm Strich auch, dass da weniger Kölner sein werden tatsächlich als also jetzt keine fünfstellige Zahl, glaube ich eher nicht, außer es wird vielleicht Lugano. Ich habe es schon gesagt, ich werde es nicht schaffen. Ich muss ja leider freitags morgens arbeiten, ich kann mir keinen Urlaub nehmen, weiß ja inzwischen auch jeder, was ich hier beruflich mache. Das heißt, für mich kommt eigentlich nur in Frage, das eine Gruppenspiel, wenn wir die Gruppenphase erreichen sollten, zu besuchen, bei dem wir in den Hamburger Herbstferien spielen. Ich hoffe, dass es dann irgendwie ein erreichbares Reiseziel ist. Oder halt vielleicht so ein Heimspiel, keine Ahnung.
Wobei ich natürlich gerne einen anderen Ground hätte. Ja, also insofern, ich bin leider raus. Wie sieht's bei euch beiden aus? Habt ihr Pläne, das Auswärtsspiel dann zu besuchen, der Playoffs? Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob du nach Israel einfach ohne Visum einreisen darfst. Damit fängt schon an. Ja, jetzt nehmen wir einfach mal an, wirst du alles versuchen, um da hinzukommen, sagen wir mal so. Zumindest werde ich morgen mal gucken, wer die beiden möglichen Gegner sind und tatsächlich schon mal gucken, wann dieses Spiel stattfindet und wie man gegebenenfalls zu beiden Spielen hinkommen könnte. Ja. Ich würde zumindest versuchen. Fun Fact zu dem Israel-Spiel ist auch schon irgendwie getwittert worden, das Stadion ist mit Raketen aus dem Gazastreifen beschießbar. Geil. Habe ich mir schon gedacht beim Blick auf die Karte. Das darf meine Frau bloß nicht wissen. Ey. Da hab ich sowieso nicht. Liebe Frau Hennes, hören Sie jetzt bitte weg. Ja, bei mir ist es am Ende des Tages so, wie gesagt, ich habe jetzt gerade, wir haben hier gerade ein 2 Monate altes Baby zu Hause. Hängt alles so tatsächlich dann am Ende des Tages auch von der Fahrt ab. Ich glaube, so alles, was so, also Lugano würde ich versuchen, in Verhandlungen zu treten. Für alles andere wird es ganz schwieriger. Ja. Naja, klar. Kann man, glaube ich, keinen verübeln, der nicht donnerstags durch die ganze Weltgeschichte jetten kann für seinen Fußballverein. Das wird ja auch sehr viel Geld in Anspruch nehmen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also flieg mal eben last minute mit dem Flugzeug nach Sofia, nimm dir da ein Hotel oder so, das wird alles nicht günstig sein. Gerade weil die Airlines ja auch das wissen und die Preise entsprechend anziehen. Also kann man, glaube ich, niemandem verübeln, der da nicht hin will. Allen, die hinfahren, wünsche mir, glaube ich, jede Menge Spaß und kommt gesund wieder zurück dann. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich habe es ja gerade schon am Anfang der Folge schon gesagt, dass wir das auf Twitch live kommentieren werden, wenn das technisch alles funktioniert. Ja, und da könnt ihr uns gerne dann verfolgen und das alles mitbekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Habt ihr denn noch was zu dieser Auslosung? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Nee. Ich bin tatsächlich morgen gespannt, wer es denn von den beiden, also wer es von den 8 Teams danach ist, welche 2 möglichen, und dann hoffe ich auf ein schönes Los. Ja, dito, genau. Und dann, also ich bin echt gespannt, ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich ehrlicherweise schon sagen, wo wir gar nicht den Gegner erfahren werden, sondern nur die Paarung. Aber ich merke langsam dieses Kribbeln von 2017, es kommt wieder. Ja, wäre natürlich nur tatsächlich bitter, wenn du dann Gegner kriegst, der dich vielleicht rauskegelt, ne? Ja. Müsste ja konsequenterweise dann Rakow sein, weil nur wegen denen sind wir ja gesetzt. Also nicht nur wegen denen, aber unter anderem wegen denen. Das wäre tatsächlich, also nicht nur wegen denen. Also ich meine, wir wären ja auch ohne deren. Ja, habe ich ja gesagt. Ja. Genau, aber da passt vielleicht eine Hörerfrage gut zu, die wir bekommen haben von Moritz, also nicht von unserem Moritz, sondern von einem anderen Moritz, der einzige Moritz, the only Moritz. Der lügt, er ist nicht der einzige Moritz, Mensch. Ja, aber er war auch schon mal Gast hier. Er war auch schon mal Gast hier bei uns. Insofern kennt ihr ihn schon. Und die Frage passt, glaube ich, ganz gut gerade. Und zwar fragt er, K.O. beziehungsweise Finalspiele scheinen nicht die Spezialität des FC unter Baumgart zu sein. Alle DFB-Pokalrunden waren schlechte Spiele oder ein Ausscheiden. Und die 2 Finalspiele zum Ende der Bundesliga-Saison gingen auch in die Hose. Macht das pessimistisch für die UECL-Playoffs? Also, ich finde es schwierig zu sagen, dass alle Pokalspiele schlechte Spiele waren. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr auch in Stuttgart gewonnen. Ja. Das war kein schlechtes Spiel, auch wenn es am Anfang ein bisschen haperte, aber am Ende war das dann doch relativ souverän. Ich fand, wie gesagt, auch das Regensburg-Spiel nicht völlig schlecht. Klar, am Ende scheitert man dann da ein bisschen an den Nerven und das Gleiche gilt dann auch für das Hamburg-Spiel letztes Jahr. Aber ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, gerade weil ich jetzt auch eigentlich keinen der Gegner mit uns auf Augenhöhe sehe. Also klar, da könnte man auch wieder sagen, das ist Regensburg auch nicht gewesen und der HSV auch nicht. Aber wenn wir da uns nicht verrückt machen lassen, sehe ich da überhaupt kein Problem. Und die letzten beiden Bundesligaspiele vergleiche ich nicht mit dem Pokalspiel. Ja, vor allem, ich stimme dir dazu. Ich finde, in fast allen dieser Spiele
hätte man auch gewinnen können. Also jetzt nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Gegen Regensburg lag das 3-2 in der Luft für uns. Gegen Wolfsburg waren wir ja die mit Abstand überlegene Mannschaft. Die haben wir einmal aufs Tor geschossen gefühlt und da hat der Gerhard halt das Tor gemacht. Aber wir hatten ja Chancen um Chancen und nur weil der Perwall so einen guten Tag hatte, da der Torwart von denen, haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu kriegen. Aber die Leistung kannst du ja überhaupt gar keinem vorwerfen. Auch gegen Stuttgart gab es eine Phase, wo der jetzt gewinnen können. Auch wenn man fairerweise sagen muss, ohne Marvin Schwebe hätte Stuttgart da wahrscheinlich 3-4-0 gewonnen. Was ich aber sagen muss, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt so ein bisschen dieses England-Syndrom haben. Und wenn es zu einem Elfmeterschießen käme, hätten da, glaube ich, schon einige ein schlechtes Gefühl, kann mir vorstellen. Ja, aber du bist jetzt gegen den HSV ausgestiegen im Elfmeterschießen, gegen Regensburg, nochmal gegen Regensburg. Das stimmt. Elfmeter sind bestimmt nicht unsere Königsdisziplin. Aber, also, ich tue mich mit diesem Ja, dass wir haben da eine unfassbar schlechte Finalspiele gehabt. Wenn du es so nehmen möchtest, waren die Spiele davor gegen Mainz, gegen Augsburg auch Finalspiele. Auch da ging es um alles. Die haben wir gewonnen. Also, das jetzt nur an den letzten beiden Spielen festzumachen, weiß ich nicht. Ist mir zu einfach. Und befürchtest du, dass wir ein Elfmeter-Trauma kriegen könnten? Klar, das kann immer passieren, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal so gehandelt wird wie jetzt in dem Spiel. Das glaube ich. Genau das glaube ich nämlich nicht. Weil ich glaube nämlich, dass so ein Marc Uth sich beim nächsten Mal den Ball nimmt. Und ich glaube, das wird doch aber auch in der Mannschaft aufgearbeitet. Und das sind ja jetzt auch nicht nur völlige Bratwürste. Also das sind ja auch Leute, die tatsächlich gedanklich tatsächlich auf der Höhe sind. Und klar ist das wichtig, das aufzuarbeiten, aber da geht es jetzt auch nicht darum, den Easy jetzt hier für alles zu verteufeln, sondern man gewinnt als Mannschaft oder man verliert als Mannschaft. Das ist halt so. Und wir haben an dem Tag nicht alles geleistet, was wir hätten für einen Sieg machen müssen. Und das ist die Konsequenz. Wir sind ausgeschieden. Aber es ist ärgerlich, aber so ist es doch nun mal. Ich meine, wenn wir jetzt in der Euro Conference League weiterkommen, dann haben wir doch, also ich glaube tatsächlich, dass es für die Spieler wichtiger ist, also zum Beispiel auch so ein Marc Uth, jetzt mit dem FC International zu spielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das nochmal was anderes ist als DFB-Pokal. Und ich hoffe, dass die in diesen beiden Spielen alles raushauen, damit wir diese 6 Spiele in der Gruppe haben. Weil sonst ist diese letzte Saison tatsächlich, die war gut, aber man hat sie dann nicht veredelt. Jetzt mit diesen Spielen. Und ich glaube, das weiß ja die Mannschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht genau wissen, gegen wen sie jetzt spielen und dass die genauso heiß sind wie die Fans und sich auf das freuen, was da jetzt kommt. Weil das ist im Prinzip, erntet man doch jetzt die Arbeit vom letzten Jahr. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass man das so, weil DFB-Pokal hat man jedes Jahr. Also den hast du ja jedes Jahr. Und ja, wir jetzt nicht so viel davon, aber. Ja, ja. Aber ich meine, wir sind 15 Jahre lang nicht in der ersten Runde ausgeschieden. Ja, ne? Also ich meine, ich hätte auch gedacht, wir wären schon früher mal rausgeflogen, aber es hat meistens dann nur so bis zur dritten Runde so oder so gereicht, aber trotzdem. Ja. Ich glaube auch, also ich glaube, dass gerade Baumgart ist so eine Stärke, echt im positivsten Sinne jetzt gemeint, dass er nicht zu verkopft ist und sowas dann gar nicht so krass an die Mannschaft dranlässt. Ich glaube, es wäre schwieriger tatsächlich, was psychologisch auch schwieriger wäre, wenn wir tatsächlich die ersten 3-4 Spieltage dann vor den Spielen oder die ersten 3 Spieltage sind es, glaube ich, ne? Zweiter und dritter dann dazwischen, wenn wir da richtig verkacken. Ich glaube, das ist dann schwierig, weil dann, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, dann fängt das ganz schnell mit der Presse an und dann bist du hier in Köln schnell in so einem Negativspin.
Aber das Elfmeter-Thema oder Finalspiele, ich glaube, das haben vielleicht tatsächlich Fans im Kopf, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen, aber ich glaube nicht, dass das von den Verantwortlichen an die Mannschaft dran gelassen wird. Vielleicht müsste man auch für Elfmeterschießen auch mal auf Trainerseite gucken, dass man vielleicht einen sicheren Schützen in der Hinterhand hat, den man erst zur Verlängerung einwechselt mit Hinblick auf das Elfmeterschießen. Wüsste es nicht, aber ob es da einen gibt, der sich im Training da besonders hervortut, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja wie so ein Hussein Basic oder so, kann ja mal sein. Und den dann mal reinschmeißen, einfach auch schon mal mit Hinblick auf das Elfmeterschießen. Klar, ist natürlich bitter, dass sie uns Modest auch kaputt getreten haben in Regensburg. Der hätte ja sicherlich einen geschossen. Und gut, ist auch nicht der allerbeste Elfmeterschütze, aber hat ja zumindest den einen, den wir bekommen haben, letzte Saison gemacht. Also 100%. Hat eine 100%-Quote letztes Jahr gehabt. Das muss man tatsächlich auch mal sagen. Ne? Und Marvin Hitz steht ja auch nicht im Tor beim Europa League-Gegner da. Ja, aber gut, muss man mal gucken. Wird eh schwer. Würdet ihr die Spiele mit der besten Mannschaft bestreiten, auch wenn es jetzt irgendein vermeintlicher Underdog wird? Warum nicht? Wegen Rotation und Schonen und so und Belastungssteuerung. Schwierig. Also tatsächlich, ich glaube, das steht und fällt damit, wie wir zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga unterwegs sind. Und du wirst sicherlich rotieren müssen, aber du musst ja, du wirst jetzt nicht mit, ich sag jetzt mal vorsichtig, den Kaderplätzen 12 bis 23 spielen. Das glaube ich nicht. Aber du wirst vielleicht sicherlich den einen oder anderen Wechsel mal machen. Ich sag jetzt mal vorsichtig nicht, du kannst sicherlich einen Martell bringen, du kannst sicherlich einen Petersen statt vielleicht mal einen Hector bringen, du kannst mal einen Duda bringen für einen Ud, du kannst einen Adamian für einen Modest bringen, du kannst einen Lemperle für vielleicht für den zweiten Stürmer bringen, du kannst einen Thielmann bringen. Also das sind ja alles Spieler, die jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht in der ersten nominellen Elf stehen, aber ja jetzt keine 16-jährigen Spieler sind, die noch kein Profispiel für uns gemacht haben. Nee, aber schon, wenn du Modest rauslässt und es geht schief, hast du wieder so eine HSV-Diskussion an der Backe? Ja, also ich glaube schon, dass man im Hinspiel schon mit der vollen Kapelle spielen wird, um vielleicht da den Grundstein zu legen für ein mögliches sofortiges Weiterkommen. Weil stell dir mal vor, du kriegst jetzt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, gegen wen wir dann spielen werden. Ich sag mal, wir spielen gegen Lugano. Du spielst das Hinspiel, gewinnst du 3-0, dann kannst du rein theoretisch im Rückspiel den einen oder anderen schonen. Dann kannst du vielleicht mal sagen, alles klar, Skiri bleibt draußen, die Doppel-6, wenn wir denn mit Doppel-6 spielen, bildet Martell mit Ljubicic. Und das heißt ja jetzt nicht, dass Ilias Skiri nie wieder für den FC spielt, sondern der sitzt dann vielleicht mal nur auf der Bank. Oder spielt ein Schindler oder Thielmann. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube schon, also ich, wenn ich die Mannschaft aufstellen würde, würde ich im ersten Spiel mit der bestmöglichen Mannschaft spielen und im Rückspiel dann schauen, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Und dann kannst du ja ein bisschen taktieren vielleicht sogar noch. Genau, ich denke auch, das hängt sehr, sehr viel auch von der Intensität der ersten Spiele ab. Ich glaube, es ist jetzt auch schon im Vorfeld angeklungen, dass wir natürlich 3-4 Spieler haben, die einfach auch vom Alter her nicht dazu geeignet sein werden, jede Woche eine englische Woche zu spielen. Ne? Hector, Modest, auch Ud, Kainz, das sind Spieler, die werden sicherlich ihre Pausen benötigen und dann musst du einfach rotieren. Und wenn du dir das erlauben kannst, das dann schon in dem Rückspiel zu machen, sollte man das auch schon dann tun. Dazu passt aber auch die Frage von Ed der Klops. Werden wir noch weitere Einsätze von Timo Phil Horn sehen? Was vielleicht auch ein bisschen, was wir erweitern können zu der Frage, würdet ihr Timo die Europa League geben? Die Conference League, pardon. Nein. Ich auch nicht. Nein. Ich auch nicht. Also bin ich ehrlich. Ich kann ihm im Pokal nichts vorwerfen. Ich finde, diesen einen Safe, den er hatte in der 80. war leider abseits, deswegen, also jetzt für ihn
keine Heldentat. Aber der war cool, der war richtig gut. Aber daneben war es jetzt nichts, was mich irgendwie zu der Veranlassung brächte, dass er besser wäre als Marvin Schwebe. Was ich übrigens finde, ich habe das Gefühl, dass Menga mit ihr, nicht Menga, sondern Gospo Darek mit ihm am Training gearbeitet hat, also an der, wie nenne ich das jetzt, an der Figur, an dem figurformenden Training. Also ich sag's, wie es ist, er ist schlanker geworden. Ich meine nicht, dass er vorher dick war, ich meine, dass er vorher muskulöser war. Ich glaube, Menga hat sehr viel auf Wucht und Physis trainiert. Und jetzt haben sie, glaube ich, mehr auf Athletik und Beweglichkeit trainiert und ihnen so ein bisschen zum koordinierten Muskelabbau einen Trainingsplan geschrieben. Er sah deutlich, deutlich kranker aus und wirkt jetzt von der Figur her näher dran an Marvin Schwebe als an Tim Wiese. Das kann ihm zum Vorteil gereichen. Trotzdem sehe ich nichts, was ihn besser macht. Und deswegen würde ich da auch auf jeden Fall Marvin Schwebe spielen lassen. Gerade weil bei Torwärten ist es mit der Belastung ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, der kann nicht Donnerstags und Sonntags spielen. Ich glaube, da gibt es Torwärter, die machen das seit 15 Jahren in englischen Wochen. Also das ist glaube ich, nicht das Ding. Ja, und die Frage war ja, ob wir noch Einsätze von ihm sehen werden. Also jetzt ganz unironisch und trotz all meiner Vorbemerkungen in den vergangenen 179 Folgen zu Timo Horn, ich würde ihm wünschen, dass wir noch ein Spiel von ihm, dass er noch ein Spiel bekommen kann. Vielleicht ist es ja so, dass du dich am 32. Spieltag schon komplett rettest in der Bundesliga und nach oben geht auch nichts mehr, dann lass noch gegen die Bayern spielen. Dann gibt noch ein Abschiedsspiel. Ich fand es immer sehr schade, dass Kessler das nicht bekommen hat bei uns, weil wir da noch wirklich in der Relegation um die zweite Liga spielen mussten. Vielleicht geht es im 6. Gruppenspiel der möglichen Conference League um nichts mehr. Und dann finde ich, lass ihn spielen. Also, why not? Ist ein verdienter Spieler. Den kann man auch noch ein bisschen Europa-Flair, ein bisschen Abschiedsspiel in der Bundesliga, Spiel gegen die Bayern auch nochmal gönnen. Da gebe ich dir recht. Also tatsächlich, es geht nicht darum, dass er gar nicht mehr spielen darf. Aber ich möchte ihn nicht in entscheidenden Partien mehr sehen. Also es sei denn, Marvin, also nee, ich ändere meinen, warte, ich ändere den Satz ab. Wenn Marvin Schwebe seine Leistung aus dem letzten Jahr unterstreicht und bestätigt, dann sehe ich keinen Grund, Timo Horn einzusetzen. Weil Marvin, also tatsächlich habe ich bei dem Regensburg-Spiel zum ersten Mal nach tatsächlich einem guten halben Jahr wieder gedacht, so, Alter, ich weiß wieder, warum ich Spiele mit Timo Horn früher verflucht habe. Da war irgendwann in der ersten Halbzeit ein Rückpass, ich glaube von Hübers. Ich habe den Ball schon im Tor wieder gesehen, ne? Und das habe ich mit Marvin Schwebe einfach nicht. Mit Marvin Schwebe, wenn der den Ball zurückgespielt bekommt, weiß ich, der kann den verarbeiten. Bei Timo habe ich es nicht. Bei Timo Horn rutsche ich immer auf die Sofa-Ecke und denke, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte, hau den einfach nur weg, einfach nur ins Aus, hau ihn einfach nur irgendwo hin, aber weg. Aber was passiert denn, wenn Marvin Schwebe eine richtige Katastrophensaison spielt und sich verletzt? Dann haben wir einen zweiten Kiefer, vor dem ich mich jetzt, also da weiß ich, dass der trotzdem seine Leistung bringen kann. Also ich hätte jetzt mehr Angst, wenn wir da nur Matthias Köbbing als Beispiel hinter hätten. Ja, der wird es ja ähnlich, ne? Also oder ein Jonas Urbich. Urbich wird es, wenn, ja. Na, also damit hätte ich tatsächlich mehr. Gut, auf der anderen Seite wissen wir alle, glaube ich, bei Urbich nicht so wirklich, was er kann. Und bei Timo wissen wir es am Ende des Tages. Und da muss man halt sagen, reicht es nicht. Ich gönne dem Timo wirklich alles. Ich hätte mir einfach aus finanzieller Sicht für den 1. FC Köln gewünscht, dass er im Sommer nochmal einen Verein findet, einen anderen. Aber er kann ja nichts für seinen Vertrag im Endeffekt. Denn das haben andere Leute zu verantworten, dass wir den wahrscheinlich teuersten Ersatztorwart in Deutschland auf jeden Fall wahrscheinlich vielleicht sogar in ganz Europa haben. Insofern, ja, wir haben einen guten zweiten Torwart in der Hinterhand mit ihm. Ja, dann sollte man sich nicht so viele Gedanken zu machen.
Alexander Nübel. Der könnte hier Konkurrenz machen, was das angeht, was die Kategorie angeht. Nee, sehe ich alles ganz genau, was ihr gesagt habt. Und ich hoffe, dass wir damit die Frage vom Ad der Klops beantwortet haben. Dann gucke ich mal in unseren Feed rein, ob wir noch eine Hörerfrage bekommen haben. Das meiste haben wir aber eigentlich schon beantwortet. Wir können noch eine Frage von Colonia95, liebe Grüße, aufgreifen. Tut uns das Ausscheiden aus dem Pokal gut? Klammer auf, finanziell natürlich nicht, Klammer zu. Ich glaube, das redet man sich jetzt so ein bisschen schön. Also ich tue das auch. Ich sage auch, oh, ist ja super, nur noch Zweifachbelastung. Dann passiert das alles vielleicht nicht ganz so schlimm wie damals. Und dann kann man sich darauf auf zwei Wettbewerbe konzentrieren. Aber gut tun solche Spiele natürlich nie. Insofern, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, besser macht es das nicht. Ich glaube, allein aus finanzieller Sicht wäre es, glaube ich, wichtig gewesen, nochmal ein weiteres Spiel zu haben und einfach dann nochmal die Knete mitzunehmen. Aber ja, wie gesagt, es ist einfach schade. Man hat da die Möglichkeit wieder mal vergeben und ich glaube nicht, dass es unbedingt positiv ist, dass wir ausgeschieden sind. Disco Partybus? Entschuldigung, das war das Auto hier draußen. Ein Disco Partybus, genau. Ja, auf nach Malta, ne? Naja, noch ganz kurz, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, Niederlagen sind nie gut. Also, ja. Unterm Strich willst du immer gewinnen als Profisportler. Unterm Strich spielst du den Sport, um zu gewinnen. Und gerade gegen einen Zweitligist in einem Do-or-Die-Spiel willst du da gewinnen. Das ist einfach so. Hat nicht funktioniert, hat nicht sollen sein. Aber ich glaube auch, dass wir uns da jetzt nicht irgendwie auf Krampf irgendwas Positives ausdenken müssen. Deswegen, es war nicht gut. Es war schlecht, dass wir verloren haben. Mehr kann ich da gar nicht groß zu beitragen. Ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise von profitieren werden. Vor allem beim Pokal sind jetzt ja auch nicht die krass viele Zahl an Spielen mehr, die man da hat. Das sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Spiele mehr. Wenn wir ins Finale kämen, was wir noch nie geschafft haben seit 30 Jahren, glaube ich. Also ich glaube, die 2, 3 Spiele mehr hätten wir jetzt finanziell gern mitgenommen. Und ich glaube nicht, dass die uns belastungstechnisch irgendwie nach vorne oder hinten gebracht hätten. Nee, das glaube ich auch. Ja, ärgerlich, aber das sind ja gelegte Eier. Da brauchen wir uns jetzt nicht mehr drüber halten. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also das Team muss jetzt zeigen, dass sie aus der Niederlage gelernt haben und jetzt am Sonntag idealerweise Schalke wegkloppen. Und wenn wir eine gute Saison spielen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben und vielleicht in die Euro Conference League einziehen, in die Gruppenphase und da ein paar tolle Spiele haben, dann wird nachher keiner mehr an den DFB-Pokal denken. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Ich glaube, wichtig wird sein, so toll wie die UEFA Conference League und der DFB-Pokal sind, dass unser Hauptgeschäft ist die Bundesliga und dass wir diese Saison auch wieder drin bleiben. Und idealerweise so schnell wie möglich auch wieder Klassenerhalt klar machen. Also ich fand nichts besser, als relativ früh diesen Druck wegzuhaben, gewinnen zu müssen, um drin zu bleiben. Und dann diesen Bonus einfach auszuspielen. Weil der hat uns letztes Jahr, ich glaube, der war dafür da, dass wir tatsächlich das Ziel zumindest erreicht haben mit der Euro Conference League. Ohne Druck aufspielen zu können und dann das Bestmögliche dabei rauszuholen. Und ich glaube, wenn du nachher DFB-Pokalsieger oder im Finale des DFB-Pokals stehst, da verlierst und absteigst, hast du nichts gewonnen. Nichts. Gar nichts. Und deswegen, weiß, wofür es gut war, kann man jetzt nur sagen, aber gut ist das sicherlich nicht. Okay.
Dann glaube ich, haben wir hier die 179. Folge von Trotzdem hier zu Ende gebracht. Wie gesagt, wir hören uns ja morgen dann schon wieder, oder wenn ihr es hört, vielleicht auch heute bei Twitch, auf Twitch. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Letzte Grüße an die Familie, irgendwas? Ich hoffe, meine Frau. Ich werde mir dann auch mal morgen dieses Twitch angucken. Vorher noch nie genutzt, insofern. Das benutzen jetzt all die jungen, coolen Leute. Ja, cool. Da sehen wir uns. Ja. Ich hoffe, dass meine Schüler mich da nicht finden. Die hängen ja alle auf Twitch dauernd ab. Jetzt sind ja gerade Ferien. Also. Alle Schüler aus Hamburg. Guckt morgen rein. Gerne auch neue Fragen zur nächsten Klausur. Ja, also ich fürchte, die haben sogar schon den Podcast entdeckt. Da kam letztens so ein Zitat irgendwo mal, so ein Spruch, so unter der Hand irgendwie. Ich glaube, die haben den Podcast gefunden. Ja, okay. Gesäcke. Ja. Hab euch lieb. Nicht. Nicht verklagen. Ja, Abmahnung ist raus. Genau. Alright. Dann bedanken wir uns beide erstmal ganz herzlich bei unserem Gast. Vielen Dank, lieber Moritz, dass du da gewesen bist. @MauritzvanKeulen auf Twitter. Kölle, das ist die niederländische Aussprache von Köln. Ich habe versucht, es zu imitieren, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach kein Rheinländer. Ich habe es aber auch am Anfang nicht geschnallt. Köln hieß tatsächlich früher so. Also. Ja, das habe ich schon kapiert. Ich habe es nur nicht geschafft, das sprachlich zu transportieren. Ah, wir werden es überstehen. Ja. Ja, ich danke vielmals, also für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich wie immer bei Marco, der @RuportTennis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben die Saisonwette vergessen. Ah, stopp. So, zu früh abmoderiert. Hilfe. 1 Euro von mir für die falsche Antwort. 0 Euro fürs Erreichen der nächsten Pokalrunde. 4 Euro für alle Tore von nicht Modest. Oder 10 Elfmeter auch. Nee. Also Elfmeter im Spiel hätte ich jetzt gezählt, im Elfmeterschießen jetzt nicht. Dann sind wir bei 4 Euro für Ljubicic und Scheiße, wir hatten das 1-0 gemacht, 2-1 gemacht. Ut. Ut, genau, der Ut. Sehr sehenswert Ut, genau. Übrigens. Ah, tolles Tor übrigens, ja. Ja. Alright, mehr gibt's nicht. Gut, dann jetzt aber wirklich, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Du bist der @RuportTennis, ich bin der @KYLennep und wir beide sind trotzdem hier. Tschüss. Tschüss.